mit dabei im Organisationsteam ist der Stefan Kress vom Mabu Stuttgart. Vom BUND haben wir den Wolf-Dietrich Paul, der ist im Vorstandsmitglied im Kreisverband Stuttgart. Thea Samide ist unsere BFDlerin und mein Name ist Janina Lobmüller. Ich bin auch Vorstandsmitglied im Kreisverband Stuttgart beim BUND und moderiere heute Abend. Bevor wir beginnen, wir sind zwar alle sehr geschult schon in Online-Veranstaltungen, aber trotzdem sage ich es nochmal, bitte das Mikrofon ausmachen, damit wir da keine Zwischentöne haben. Und zur Info für alle, wir zeichnen das Webinar auf. Das ist wichtig, insbesondere wenn ihr oder sie das Video anhabt, bedeutet das, dass wenn ihr beispielsweise eine Frage stellt, dann auch dort mit auftauchen würdet. Also jeder, der das nicht möchte, Video ausmachen oder gegebenenfalls auch den Namen ändern. Genau, das so zum Formalen. Und dann wollte ich kurz die Agenda vorstellen. Wir sind mitten in dem Willkommensteil. Dann sagt mein Kollege, der Wolf, gleich ein paar Eingangsworte, warum wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen und warum wir heute dieses Seminar veranstalten. Dann kommt der Vortrag von dem Martin Klatt, wo es einmal um Wildbienen rundum geht, sozusagen die Lebensweise, Bedrohung und auch der Schutz von Wildbienen. In dem Vortrag haben wir eine kurze Pause, wo es dann vielleicht auch erste Möglichkeiten gibt, Fragen zu stellen. Und dann am Ende haben wir aber noch mal ein bisschen mehr Raum für eine ausführlichere Diskussion. Genau. Und dann am Ende noch einen kurzen Ausblick. Wir schätzen, es wird so, je nachdem auch wie viel Diskussionsbedarf besteht, 1,5 bis 2 Stunden gehen. Genau, und damit übergebe ich dann auch schon an den Wolf, der, wie gesagt, uns einmal kurz den Hintergrund gibt, warum wir heute hier sind, uns mit dem Thema beschäftigen wollen. Ja, herzlich willkommen und schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Womöglich hätten wir bei einer normalen Veranstaltung im Saal gar nicht so viele Leute bekommen, weil da muss man anreisen und so weiter. Dennoch bedauere ich es außerordentlich, dass wir Sie nicht persönlich kennenlernen können. Ein paar Worte, warum wir dieses Seminar anbieten. Der Rückgang von Insektenpopulationen und das Artensterben sind inzwischen als Themen nicht nur bei Naturschützern, sondern auch in den Medien und damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele Jahrzehnte war das ein Thema von uns Biologen, vor allen Dingen natürlich von den Insektenkundlern, den sogenannten Entomologen. Wir haben das schon sehr früh gespürt, weil das ja unsere Objekte der Begierde waren. Wir haben mit Freude diese Insekten gesammelt und bestimmt. Und die Gesellschaft machte sich lustig über verschrobene Käfer- und Schmetterlingssammler, die mit Fangnetzen über die Wiesen hüpften. Bienen waren für die Menschen Honigbienen und Wildbienen nahezu unbekannt. Seit ein paar Jahren hat sich das geändert. Muss man fast sagen, leider, denn 2017 schlug der ehrenamtlich tätige entomologische Verein Krefeld Alarm, weil seine Untersuchungen zeigten, dass nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Biomasse in 24 Jahren seiner Untersuchungen fast 80% zurückgegangen war. Und zwar in Schutzgebieten, in Naturschutzgebieten. In ihren Fallen fingen sie 1989 noch 1,2 bis 1,4 Kilo pro Jahr, 2013 nur noch 200 bis 250 Gramm Insekten. Auch viele andere Untersuchungen, auch in Baden-Württemberg, bestätigen die Befunde und zeigten einen massiven Rückgang, vor allen Dingen bei den häufigen Arten. Also es geht nicht nur um die seltenen Arten, die aussterben, das liest man überall, sondern auch die häufigen Arten gehen zurück. Und damit natürlich sind das Verluste in der Nahrungskette, denn schließlich ernähren sich zahlreiche Tiere von diesen Insekten, vor allen Dingen natürlich Vögel. Hier weisen 50% der Offenlandarten, also der vor allen Dingen in der Landwirtschaft vorkommenden Arten, Bestandsrückgänge auf. Über die Naturschutzverbände kam das Thema dann in die Medien und schaffte es sogar auf die Titelseiten, zum Beispiel auf der Stuttgarter Zeitung. Auf einmal fiel es auch zumindest allen älteren Autofahrern auf, dass ihre Windschutzscheiben im Sommer nicht mehr von totgeklatschten Insektenleichen
verklebt waren. Stuttgarter Zeitung brachte eine ganze Titelseite über das Thema und der SWRA, kann ich nur sehr empfehlen, gibt es immer noch in der Mediathek, brachte letztes Jahr eine ganze Woche lang Serien von Filmen über das Thema Rettet die Insekten. Da kann man also wirklich sehr viel lernen. Aber auch die Imker schlagen seit vielen Jahren schon Alarm, dass Bienen starben durch Pestizide. Das war vor allen Dingen vor schon fast 10 Jahre oder 15 Jahre her im Rheintal passiert. Die sogenannten Neonicotinoide, auch das kennt der eine oder andere inzwischen schon, sind zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt worden und verursachen natürlich als Insektizide logischerweise Schäden. Die meisten Menschen denken dabei bei den Bienenstamm natürlich an die Honigbienen und auch deren monetäre messbare Leistung zur Bestäubung unserer Obstbäume. Dass nicht nur Honigbienen, sondern auch andere Insekten, vor allen Dingen aber hunderte von Wildbienenarten, unverzichtbar für die Bestäubung und für die Artenvielfalt sind, wollen wir euch in dieser Veranstaltung nahebringen. Nun wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse und einen spannenden Vortrag von Martin Klatt. Vielen Dank, lieber Wolf. Bevor wir zu Martin übergehen, ich habe eingangs vergessen zu sagen, falls Fragen schon während des Vortrags aufkommen, gerne auch schon im Chat posten. Wir versuchen das so gut es geht danach zu verfolgen und in der Diskussion aufzugreifen. Genau, aber nun zu Martin. Wie schon eingangs erwähnt, Martin Klatt ist beim NABU-Landesverband in Baden-Württemberg und dort auch schon seit 1997 und er beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren als Diplombiologe mit dem Thema Wildbienen. Das heißt, hat viel Erfahrung und ja, wir freuen uns, dass du heute uns was dazu erzählen möchtest. Martin, the floor is yours. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es ist ein Blütenflor, der meiner ist. Ich werde jetzt mal den Bildschirm teilen und hoffe, ich hoffe immer, dass das funktioniert. Ja, das sieht doch schon mal nicht ganz verkehrt aus. So, vielleicht vorab, der Vortrag ist in zwei Teile gegliedert. So. Der erste ist mehr so der einführende Teil. Also ich werde über die Lebensweise der Bienen etwas erzählen, der Wildbienen, aber am Anfang eben auch im Kontrast zur Lebensweise der Honigbiene. Und im zweiten Teil, nach einer Pause, der dreht sich dann um die Bedrohungs-Gefährdungssituation für diese Tiere und auch, was wir tun können und unbedingt tun sollten, um diesen Tieren zu helfen. Genau, zur Einführung gleich ein Bild einer Wildbienenart, die jetzt im Moment zumindest im männlichen Geschlecht auftaucht. Die gehörnte Mauerbiene, man sieht auf diesem, nennen wir es mal Trio, auf dem rechten Bild, im großen Bild, sieht man oben zwei männliche gehörnte Mauerbienen, unten ein Weibchen. Tatsächlich fliegen die Männchen zuerst und sind schon ganz begierig, die Weibchen zur Paarung zu attackieren. Das ist manchmal etwas dramatisch, aber am Ende funktioniert es dann in aller Regel, sodass die gehörnten Mauerbienen sich dann im zeitigen Frühjahr, also praktisch ab jetzt, fortpflanzen. Das aber mal nur so als Appetizer. Die Einführung ist, wie gesagt, der erste Teil des Vortrages. Wenn man den Vortrag genannt hätte Bienen, wie und wo sie leben und hätte gefragt, das Publikum, was stellt ihr euch denn unter Bienen vor oder was fällt euch zu Bienen ein? Das mache ich dann im wirklichen Leben gerne im Auditorium und die Leute sagen aus der Hüfte geschossen, sie dürfen auch nicht lange überlegen, sagen dann Honig oder Imkerei oder sagen Bienenstich. Manchmal sagen sie auch Blütenbesucher, Pollen, was auch immer. Aber die Regel ist, die ersten Assoziationen, die ersten Bilder, die ersten Antworten drehen sich ausschließlich um die Honigbiene. Die Honigbiene, die auch in Deutschland mal eine Wildbiene war, im Wesentlichen heute aber
das Haustier der Imkerei ist. Und die Honigbiene ist weltweit nach den Rindern und den Schweinen das wichtigste Nutztier, auch weltweit verbreitet, weltweit genutzt. Und deswegen verwundert es nicht, dass die meisten Leute sich unter Biene immer die Honigbiene vorstellen, zumal der Honig ja auch was echt Feines ist. Nur darf man nicht vergessen, dass die Honigbiene zum einen eine Art ist, nicht die Biene schlechthin, sondern eine von weltweit etwa 20.000 Wildbienenarten. Und sie ist die ganz große Ausnahme, denn sie ist die einzige Biene, die der Mensch in Kultur genommen hat und das schon sehr, sehr früh. Und sie ist eine Bienenart, die als Staat überwintert. Das passiert bei den Wildbienen in der Regel. Man muss immer sagen, in der Regel überhaupt nicht, sondern die Wildbienen überleben den Winter in aller Regel in Form einer Puppe, manchmal auch schon als fertiges Insekt, aber eben nicht als Bienenstaat. Und die Tatsache, dass die Honigbiene einen Staat bildet und diesen Staat dann auch noch überwintern lässt, diese Tatsache erklärt eben auch, dass diese Honigbiene Honig macht. Übrigens als einzige Biene. Honig ist nichts anderes als der Vorrat, den dieser große Bienenstaat im Winter braucht, um zu überleben. Und den haben ganz früh sich schon im Wald bei uns die Braunbären zunutze gemacht, indem sie regelmäßig wilde Honigbienenvölker aus Baumhöhlen geplündert haben. Dann kamen die Steinzeitmenschen, die den Honig auch ganz lecker fanden. Und sehr früh hat sich daraus die Imkerei entwickelt. Zunächst hat man tatsächlich als Mensch die natürlichen Bienen, Honigbienenvölker aus Baumhöhlen genutzt und hat dort den Honig geerntet. Und dann kam eben nach und nach über viele Jahrhunderte die heutige Imkerei zustande, in dem nämlich der Imker oder die Imkerin natürlich im Bienenstock in einem künstlichen Haus sozusagen die Völker hält. Die Honigbiene, komischerweise die Biene, die alle für normal halten, ist die völlige Ausnahme. Das nur vorweg, weil, glaube ich, immer ganz schlau ist, mit dem Bekannten zu beginnen und dann das als Eintrittspforte in das Reich des Unbekannten zu nutzen. Wichtig ist, die Honigbiene ist die Ausnahme. Die Honigbiene mit bis zu 60.000 Arbeiterinnen in einem Volk, also in der Höhe der Flugzeit, ist natürlich das glatte Kontrastprogramm zu den Wildbienen, die in aller Regel Solitärbienen sind. Das heißt, ein Weibchen, ein Bienenweibchen versorgt ganz allein das Nest und trägt den Vorrat für den Nachwuchs ein, den das Weibchen in aller Regel gar nicht kennenlernt. Ich komme da gleich drauf zu sprechen. Also was völlig anderes als das große Volk einer Honigbiene. Unsere Wildbienen, von denen es in Deutschland etwa, also sagen wir mal, knapp 600 Arten gibt, von winzigen Arten, die Steppenbiene, das Steppenbienchen, das auch bei uns hier am Oberrhein in den Sanddünen lebt und in den Flugsandfeldern, hat gerade mal knapp 3 mm oder sowas, winzig klein, und das ist dann der Kontrast zu den großen Hummelköniginnen, die dann mal 3 cm groß sein können. Und in diesem Größenspektrum, dargestellt durch diese nicht ganz ernst gemeinten Bienenbilder hier, in diesem Größenspektrum bewegen sich eben diese 580 Arten hier bei uns in Deutschland. Wichtig, sie machen keinen Honig, aber sie bestäuben. Und die Bestäubungsleistung, wenn man denn schon immer in ökonomischen Kategorien denkt, die Bestäubungsleistung der Bienen und eben nicht nur der Honigbiene, sondern überhaupt der Wildbienen, übertrifft bei weitem die Leistung, die die Honigbiene erbringt, indem sie Honig produziert. Wildbienen sind Blumenkinder. Das bedeutet, dass sowohl die Erwachsenen Bienen, also die Fluginsekten, als auch die Larven im Bienennest ausschließlich vegetarisch leben, und zwar von Pollen und Nektar. Das gibt es bei keiner anderen Insektengruppe. Wir kennen natürlich alle die Schmetterlinge, die Gaukler, die an unseren Gartenblumen oder eben auch draußen in der Flur Nektar trinken. Das tun sie natürlich. Aber ihre Larven, die Raupen nämlich, die Schmetterlingsraupen, sind Blattfresser. Dass sowohl die Larven als auch die erwachsenen Insekten von Pollen und Nektar leben, von Blütenprodukten, das gibt es nur bei den Bienen. Deswegen habe ich mir erlaubt, sie Blumenkinder zu nennen. Das ist jetzt mal so ein kleiner Katalog von Wildbienen, die bei uns alle vorkommen.
Einfach nur, um mal auf einen Blick so die Vielfalt zu erkennen. Oben links die große schwarze Holzbiene oder schwarz-blaue Holzbiene. Neben den Hummeln die größte Vertreterin der Wildbienen. Hummeln, gleich an dieser Stelle gesagt, sind auch Wildbienen, die zwar als Völker leben, aber da sterben die kleinen Völker im Herbst und nur die Königinnen, die Hummelköniginnen, überwintern. Und das sind jetzt die Bilder, die wir sehen, dass jetzt nämlich die Hummelköniginnen von den Erdhummeln etwa dicht über dem Boden patrouillieren, um irgendwo ein Bodenloch zu finden für das künftige Hummelvolk. Aber ansonsten sind unsere Wildbienen solitär, also Einzelgängerbienen. Bei dem Bild unten rechts, das ist eine Zottelbiene, mag man tatsächlich ins Zweifeln kommen, ob man es hier nicht vielleicht doch mit einer fliegenden Ameise zu tun hat, woran man eine Biene, zumindest eine weibliche Biene, bei der Arbeit zuverlässig erkennt, das erzähle ich dann gleich. Siehe nochmal zum Kontrast die Honigbiene, also die Biene Maya, die vermeintlich normale Biene, die ja so ausnahmemäßig als etwas Besonderes in Wild- oder im Bienenreich zu finden ist. So, ich möchte jetzt eine kleine Zeitreise machen. Und zwar in die Zeit, da die Bienen noch nicht existierten, sondern ihre Vorfahren, und zwar aus dem Verwandtschaftskreis der Wespen. Das war die Zeit, als auch noch diese etwas größeren Eidechsen auf dem Planeten lebten, die ja bekanntlich vor etwa 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Wir versetzen uns noch weiter zurück in die Zeit von roundabout 100 Millionen Jahren. Da muss irgendwann mal eine oder auch zwei Wespen in einem oder auch zwei Erdteilen auf die Idee gekommen sein, dass das Jagen anderer Insekten unbotmäßig stressig ist. Denn man muss ja, wenn man als Insekt ein anderes Insekt jagt, noch schneller sein als die Beute und das kann auf Dauer ganz schön anstrengend sein. Also irgendwann in dieser Zeit, vor 100 Millionen Jahren, wurde der Gedanke geboren, Mensch, ich werde ab morgen von Blütenprodukten leben. Ich gebe meine jagende Lebensweise auf und werde Vegetarier. Die Idee ist sicherlich gut gewesen. Das Bild oben rechts lügt ein bisschen, denn zu dieser Zeit gab es zwar schon Pollen, nämlich die windbestäubten Arten waren schon da, es gab aber noch keine Blumen. Die haben sich tatsächlich erst im Laufe von Millionen Jahren in Partnerschaft zu den Bienen entwickelt. Das werden wir dann nachher noch sehen und hören, was sich da für Abhängigkeiten entwickelt haben. Jetzt ist es ja so, das kennen wir alle, wenn wir mal einen Job über viele Jahre, Jahrzehnte, ja Millionen gemacht haben, dann fällt es nicht so leicht, eine neue Geschäftsidee von heute auf morgen umzusetzen. Deswegen mag es so gewesen sein, keiner von uns war dabei, aber es mag so gewesen sein, dass das Sammeln von Blütenstaub, völlig neuer Job, am Anfang vielleicht doch nicht so toll geklappt hat, weil einfach das Equipment noch nicht da war. Und tatsächlich war es wohl so, dass die ersten Bienen, oder nennen wir sie noch Blütenwespen, wie immer man will, den Pollen verschluckt haben. Sie haben ihn heruntergeschluckt, im Nest wieder ausgespuckt als Nahrung für die Larven. Nun wissen wir alle, dass Bienen, wie alle anderen Insekten auch, einen festen Panzer haben, einen Chitinpanzer. Und dieser Panzer ist nicht dehnbar. Das bedeutet, dass die Tiere am Anfang zwar den Pollen verschluckt und auch wieder ausgespuckt haben, aber die Pollenmenge, die sie mitnehmen konnten, nicht besonders groß war. Es gibt heute noch Wildbienen, die den Pollen verschlucken und wieder ausspucken, nämlich die Maskenbienen, kleine ursprüngliche Bienen. Aber es haben sich dann im Laufe der vielen, vielen Jahre, Jahrmillionen, seit dieser Zeit der genialen Idee, nicht mehr zu jagen, haben sich bestimmte Strategien entwickelt, wie man den Pollen am besten nach Hause bringt. Ich sag mal, Stichwort ist Einkaufstasche. Und zwar haben die Wildbienen in der Tat im Wesentlichen bei uns, es gibt noch ein paar mehr, aber im Wesentlichen zwei Methoden entwickelt, wie der Pollen sehr effizient ins Nest getragen werden kann. Das ist zum einen, indem man an den Hinterbeinen sehr lange Sammelhaare trägt.
in denen sich der Pollen wunderbar verfängt. Man kann mit einer solchen Einrichtung Sammelbürsten an den Hinterbeinen gigantische Mengen an Pollen transportieren. Das sehen wir nachher noch im Bild. Das heißt, die eine Methode, wie bringe ich den Pollen nach Hause, ist die an dem Hinterbein, am Hinterbeinpaar, an den langen Sammelhaaren. Hier mal ein Beispiel aus dem wirklichen Leben. Das ist eine kleine Seidenbiene. Die hat im Wortsinne die Hosen voll. Man sieht, dass sie gelben Pollen gesammelt hat. Ich komme auf diese Biene nachher noch zu sprechen. Das ist übrigens auch ein sicheres Erkennungsmerkmal. Wir haben ganz viele sehr kleine, dunkle, fast wie Ameisen wirkende Wildbienen, die man als solche nicht auf den ersten Blick erkennt. Wenn sie aber pollensammelnderweise unterwegs sind, dann tragen auch diese Winzlingsbienen Pollenhosen. Daran kann man Wildbienen hundertprozentig sicher erkennen. Die Weibchen zumindest. Die Männchen sammeln keinen Pollen, die trinken nur Nektar. Da muss man dann schon zweimal hingucken, ob es nicht doch eine Ameise ist. Die andere Methode, die dritte, also Pollen verschlucken, dann Pollen mit den Hinterbeinen nach Hause tragen. Die dritte ist die, den Pollen an einer sogenannten Bauchbürste ins Nest zu tragen. Auch wieder lange Sammelhaare und der Pollen wird dort unter dem Abdomen, unter dem letzten Körpersegment nach Hause getragen. Das machen zum Beispiel die Mauerbienen so, das machen die Blattschneiderbienen so und das ist das Stichwort. Hier sehen wir eine Blattschneiderbiene mit dieser hier in diesem Falle wunderbar rotbraun gefärbten Bauchbürste. Viel Pollen ist noch nicht drin. Das war noch früh am Morgen, als das Bild entstanden ist. Aber hier kann man sehr schön diese Sammeleinrichtung oder sagen wir lieber Transporteinrichtung erkennen. Wenn wir wissen und wenn wir zur Kenntnis genommen haben, dass die Wildbienen Blumenkinder sind, sich ausschließlich von Pollen und Nektar ernähren, dann kann man ja der Auffassung sein, naja gut, die finden ja Blumen, gibt es ja überall. Es fängt ja jetzt an mit Huflattich zum Beispiel oder die ersten Krokusse im Garten, Winterlinge. Das ist dann ja eigentlich über das ganze Jahr eine sichere Bank. Das ist nicht ganz der Fall und es ist auch so, dass sich im Laufe der Stammesgeschichte sehr enge Spezialisierungen, sehr enge Abhängigkeiten entwickelt haben. Die Wildbienen sind teilweise nämlich etwa zu einem Drittel unserer Arten spezialisiert. Sie sind, wenn man so will, Gourmets, die nicht alles, was ihnen vorgesetzt wird, fressen bzw. sammeln. Und diese Spezialisierung auf bestimmte Pollen, es geht immer um den Pollen, die trifft immer nur die Weibchen, weil nur die Weibchen Pollen sammeln. Und diese Abhängigkeiten, die sich zu bestimmten Pflanzen ergeben, zu bestimmten Wirtspflanzen mit bestimmten Pollen, die ist auf der einen Seite natürlich spannend und wichtig, wie im wirklichen Leben, hätte ich fast gesagt. Die Spezialisten sind in ihrem Job schneller und effektiver als andere. Sie sind aber auch unglaublich abhängig von dieser Spezialisierung, wenn jetzt diese Spezialisierung nicht mehr gebraucht wird oder, wie im Falle der Wildbienen, die Pflanzen, die gebraucht werden, fehlen, dann sind diese Tiere akut gefährdet. Ich zeige einfach mal aus dem Vollen gegriffen einige Beispiele für solche spezialisierten Wildbienenarten. Da auch gleich der Einstieg in die deutsche Nomenklatur, in die deutsche Namengebung, die teilweise wirklich sehr spannend ist. Ich nenne es mal so. Diese hier ist die kurzfransige Scherenbiene, eine Mauerbiene. Osmia ist die Gattung für die Mauerbienen. Die sammeln ausschließlich Pollen an Glockenblumen. Wo keine Glockenblumen, da auch keine kurzfransigen Scherenbienen. Hier, das ist jetzt ein Bild, das könnte man im Moment zumindest in der Rheinebene erleben. Ich weiß nicht, wie weit der württembergische Landesteil ist. Hier in der Rheinebene, da wo ich wohne, in Mittelbaden, da blühen die Saalweiden wirklich prächtig. Und man kann hier diese spezialisierten Wildbienen, die Weidenpollen sammeln, beobachten. Eine Art hier, die große Weidensandbiene, Andrena vaga, ein typisches Auentier. In den Auen, in der Weichholzaue, sind massenhaft blühende Weiden jetzt zu sehen. Da lebt diese Biene und trägt ihren Pollen ins Nest. Gleich hier an dieser Stelle schon zu sehen, ein Nest im Boden. Sandbienen sind ausschließlich bodennistende Tiere. Hier auch wieder ein wunderbarer deutscher Name, das ist nämlich die Zaunrüben-Sandbiene, die ausschließlich, wie der deutsche Name schon vermuten lässt, an der Zaunrübe sammelt. Und hier ist es besonders spannend,
Zaunrübe kommt zumindest bei einer Art bei uns in zwei Geschlechtern vor. Das heißt, es gibt nur männliche und nur weibliche Zaunrüben. Und das heißt, den Pollen kann man selbstverständlich nur an den männlichen Pflanzen sammeln. Hier, das ist die Wildbiene des Jahres 2020. Das ist die Auenschenkelbiene, die noch eine Besonderheit hat. Sie sammelt ausschließlich an Ölpflanzen. Dieses Tier nutzt nämlich nicht Pollen und Nektar für ihre Brut, sondern Pollen und Öl. Das ist in den Tropen gar nicht so selten, dass die Wildbienen das tun. Bei uns gibt es nur diese eine Gattung, Macropis, die Schenkelbienen nämlich, weil es bei uns auch nicht so viele öltragende und ölspendende Pflanzen gibt. Das sind vor allem die Gilbweiderich-Arten, die auch im Garten wachsen. Und da ist es wirklich spannend zu beobachten, wie diese sehr schnell fliegenden und sehr schnell sammelnden Bienen Pollen und eben nicht Nektar, sondern Öl, Pflanzenöl sammeln, mit dem sie übrigens auch ihr Nest von innen imprägnieren. Also auch eine Besonderheit einer spezialisierten Art, besonders sogar spezialisiert. Wir kommen zu einem Thema, das ist auch noch so ein Wort, das immer genannt wird bei Bienen, nämlich Fleiß, Bienenfleiß. Es gibt etwa ein Viertel unserer Wildbienen, sind alles andere als fleißig, auch im weiblichen Geschlecht, die sind ziemlich faul. Ihr Lebensmodell ist, dass die Eier in fremde Bienennester geschmuggelt werden, dass man sich den ganzen Aufwand mit Pollen und Nektarsammel spart, sondern die Eier in fertige Vorratshaltungen hineinlegt und gleich wieder abhaut. Das ist wie beim Kuckuck, deswegen nennt man auch die Bienen, es sind mehrere Gattungen, die diese Lebensweise verfolgen, Kuckucksbienen. Da legen die Weibchen ganz schnell ihr Ei in die Nester fremder Bienen und verschwinden dann wieder mit ganz erstaunlichen, teilweise zumindest erstaunlichen Fähigkeiten, sich zu tarnen. Viele Arten, die bei Sandbienen ihre Eier ins Nest schmuggeln, tarnen sich geruchlich und werden dabei noch nicht mal bemerkt, wenn sie als fremde Bienen in fremde Nester schlüpfen. Beispiele hierzu. Wir haben hier links wieder unsere große Weidensandbiene, die wir gerade schon mal gesehen haben. Und rechts sehen wir eine Wespenbiene, eine Kuckucksbiene aus der Gattung Nomada. Und Nomada sind die Wespenbienen. Ich glaube, man kann an dem Bild ganz gut erkennen, warum die Wespenbienen heißen, denn sie sind schlank, sie sind kaum behaart und erinnern tatsächlich eher an Wespen, denn an Bienen und zeigen auch, wie ich meine, immer noch die alte Verwandtschaft aus den Zeiten, da die Bienen noch Wespen waren. Sie heißt rothaarige Wespenbiene, dieser Kuckuck, und sie geht eben bevorzugt und nahezu ausschließlich in die Nester der großen Weidensandbiene. Hier eines meiner Lieblingsbeispiele. Auf der rechten Seite sehen wir die Knauziensandbiene. Die Knauziensandbienen sammeln ihren Pollen ausschließlich an Knauzien, auch Witwenblume genannt im Deutschen. Und wenn man sich mal den Pollen anschaut, der ist rot oder sagen wir purpurrosa. Und wenn eine Knauziensandbiene gesammelt hat, dann hat die so rosa purpurfarbene Hosen an. Das ist wirklich spannend zu beobachten, wenn man die da über die Blüten rennen sieht. Und wenn man sich die Zeit nimmt und Glück hat, dann sieht man im Gefolge dieser Knauziensandbiene möglicherweise diesen Kuckuck, der dahinter fliegt. Das ist die, Moment, ich muss gerade mal eben mein Passwort eingeben, sonst geht das hier nicht weiter. So, das ist die im Deutschen bedornte Wespenbiene, also Wespenbiene mit Dornen. Und das ist schon... ja, es ist ein Erlebnis, wenn man sich auf die Suche nach diesen Knauzien, nach den Witwenblumen macht und schaut, ob diese Sandbiene dort fliegt mit den roten Hosen und wartet eine Weile, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Kuckuck, nämlich die bedornte Wespenbiene, beobachten, die ihrem Wirt folgt. Also da sieht man, es dreht sich um diese eine Pflanze, um die Witwenblume. Ein doppeltes Spezialistentum, nämlich einmal die Sandbiene, die nur dort sammelt und die Kuckucksbiene, die nur bei dieser Sandbiene ihre Eier ins Nest legt. Und jetzt brauche ich, glaube ich, nicht mehr Prophet zu sein, um zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn die Witwenblume nicht mehr da ist. Ja, hier nochmal ein
ein Kuckuck, eine Kuckucksbiene, nämlich das ist die sogenannte Schmuckbiene, die parasitiert oder darf man nicht sagen, die legt ihre Eier in das Nest der Auenschenkelbiene, die wir gerade kennengelernt haben als ölsammelnde Biene. Auch hier ein ganz enges Abhängigkeitsverhältnis. Hier fängt es eben mit dem Gilbweiderich an, mit dieser öltragenden Pflanze. Hier eine Blutbiene, die auch zu den Kuckucksbienen zählt. Die sind sehr, sehr schwer zu bestimmen. Es gibt winzig kleine, es gibt aber auch relativ große. Und die großen, die kann man noch einigermaßen erkennen, nämlich diese Riesenblutbiene hier, die ihre Nester wiederum in ganz bestimmte Wildbienen oder Wirtsbienennester legt, nämlich bei der großen Frühlingsseidenbiene. Die hätte ich auch zeigen können als Blütenbesucherin, sehr spezialisiert an den Weidenblüten. Bei denen ist es so, dass sie sich nicht geruchlich tarnen. Wenn die also nicht aufpassen, dann werden sie von den Wirtsbienen am Nest entdeckt und dann gibt es schon mal Keilerei. Also die müssen schon aufpassen, schnell rein ins Nest und schnell wieder raus. Ja, das Bild ist eigentlich eins, für das ich mich entschuldigen muss, aber ich habe es trotzdem mitgebracht, weil ich das einfach bei einem Sonntagsspaziergang mal gemacht habe, einfach mit meinem Smartphone. Das ist eine kleine Bienenkolonie, nämlich wahrscheinlich von der Pförtner-Schmalbiene. Kann ich aber, weil ich die Bienen nicht mitgenommen habe, zum Bestimmen nicht hundertprozentig sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, eine kleine grauschwarze Biene, die dort mit vielen hundert Bienen geflogen ist. Das ist dann wie so eine Kolonie eines Seevogelfelsens, viele Bienen an einer Stelle zusammen. Und zwischendrin sitzt dann so ganz verstohlen eine Blutbiene, eine Kuckucksbiene der Gattung Sphecodes und wartet auf ihre Chance, nämlich ein Ei reinzuschmuggeln. Das kann man bei gutem Wetter am Wegrand beobachten, wenn man Glück hat. Das härteste Kapitel im Leben der Bienen ist sicherlich der Hausbau, das Bauen der Nester. Und gleich an dieser Stelle, die allermeisten Wildbienen sind bodennistende Bienen. Das nehme ich jetzt schon mal in dieser Deutlichkeit hin, um auf das Kapitel Wildbienen-Nisthilfen, gerne auch als Hotels bezeichnet, schon mal jetzt eine Relativierung einzufügen. Also die allermeisten Wildbienen, wenn man die Kuckucksbienen dazu nimmt, die den Erdnistern folgen, dann sind es über 80%, brauchen Erdboden und eben keine Bienenhotels. Da komme ich aber nachher noch bei dem Kapitel drauf zu sprechen. Das hier mal nur so als Einstieg, um das zu gewichten, wie wichtig eigentlich offene Bodenstellen sind. Wenn ich jetzt im Erdreich niste, dann habe ich ein gewisses Problem, nämlich die Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist für die Nahrung unserer Wildbienen im Nest, für den Pollenvorrat, natürlich ein Problem, nämlich das Problem der Schimmelbildung ist allerorten gegeben und die Wildbienen mussten sich in der Tat was einfallen lassen, um Schimmelbildung im Nest zu verhindern. Deswegen haben alle Bienen sich etwas einfallen lassen, das Nest von innen auszukleiden, um Schimmelbildung zu verhindern. Dieses Tier hier, das ist die Rheinfarn-Seidenbiene, kleidet ihr Nest von innen mit einem künstlichen Polyester, wenn man so will, aus, ein Drüsensekret, das erhärtet, sobald es an die Luft kommt. Und das Nest von innen ist ausgekleidet wie mit einer Zellophantapete. Und die ersten Bienenforscher, die diese Nester mal ausgegraben haben, die sind nämlich auch im Boden, die waren davon so angetan, dass sie, weil das so seidig schimmerte, diese Tapete gewissermaßen, deswegen haben sie diese Tiere Seidenbienen genannt. Das heißt, in solchen Erdnestern sieht man von außen einfach nur die Löcher oder kleine Krater, aber von innen sind diese Nester sozusagen gegen die Feuchtigkeit, die immer droht, imprägniert. Eine Bienenart bei uns macht es nicht. Sie imprägniert ihr Nest nicht, sondern hat sich was anderes einfallen lassen, um ein trockenes Erdnest zu behalten. Und zwar ist die Rede von der dunkelfransigen Hosenbiene. Man sieht ja im rechten Bild, im wirklichen Leben sozusagen, welche gewaltigen Pollenmengen diese Tiere produzieren können. Das Ganze erinnert so ein bisschen an eine Pumphose eines Sultans, diese Pollenladung. Und wenn man in das Nest reinguckt, das ist eines meiner Lieblingsgemälde, kommt aus dem Jahre 1930,
Wenn man in so ein Nest reinguckt, dann sieht man, dass in den einzelnen Kammern die Pollenladungen merkwürdig geformt sind. Nämlich wie kleine Sparschweinchen. Die sitzen hier auf Füßen, auf dem Boden. Und damit sind sie sozusagen rundum belüftet, die Pollenladungen, die Larvenvorräte. Und diese Tatsache der Rundumbelüftung verknüpft damit, dass die Hosenbiene nur in Sandböden ihre Nester anlegt. Sandböden halten das Wasser bekanntlich nicht. Diese Funktion oder diese Doppelfunktion Sand, der gut durchsickern lässt, und merkwürdig geformte Pollen sichert der Hosenbiene zu, dass es keine Schimmelbildung im Nest gibt. Der Teil der Wildbienen, die nicht im Erdreich nisten, haben sich ganz unterschiedliche Nistplätze ausgesucht. Da gibt es, wie das linke Bild hier das gezeichnete darstellt, unglaublich viele Variationen. Es gibt leere Schneckenhäuser, es gibt Mauerfugen, es gibt Totholz mit den Löchern von Käfern, von Holzkäfern, die die verlassen haben. Es gibt Pflanzenstängel, die dann auch mal im Herbst verholzen. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und zu diesem Kapitel Wildbienen und ihre Nester jetzt für die Arten, die nicht im Erdboden nisten, noch einige Beispiele. Eines der sicherlich prominentesten ist dieses hier, das ist die schon mal erwähnte gehörnte Mauerbiene, denen man oder der man Nisthilfen anbieten kann, die sie auch gerne nutzen. Hier zum Beispiel als Bündel von Bambusstängeln, Bambusröhren, die ja keinen Mark haben. Und da können die gehörnten Mauerbienen, die Weibchen, Nestbau und Brutfürsorge ist alles Weibchen. Thema, die Männchen sterben nach der Kopulation. Da sieht man dann mal in so ein Nest hinein, ein Bild von Paul Westrich, und sieht, dass die Kammern, in denen, also man kann sagen, das sind jeweils ein Kinderzimmer mit Pollen und Nektarvorrat und darauf jeweils ein Bienenei. Die linken beiden sind hinten im Bienenbau, also hinten in der Röhre. Die beiden kleineren sind vorne, haben wesentlich weniger Pollenvorrat. Das sind männliche Zellen. Die Bienenweibchen, die Mutterbiene, kann es entscheiden, ob sie männliche oder weibliche Eier legt. Die weiblichen Tiere brauchen länger zur Entwicklung, bekommen deswegen auch mehr Vorrat mit auf den Lebensweg. Bei den Männchen ist weniger nötig, die entwickeln sich schneller und das sind dann tatsächlich auch die, die jetzt schon fliegen. Die männlichen gehörnten Mauerbienen mit dem weißen Bart, den man da oben bei der Kopulation sieht. Ja, dann das Nest in leere Schneckenhäuser zu bauen, das sind Bilder von Heiko Bellmann, der leider verstorben ist. Der hat wirklich wunderbar dokumentiert, wie die Mauerbiene hier, das ist eine Mauerbienenart, auch wenn sie Schneckenhausbiene heißt, in dieses Schneckenhaus das Nest einrichtet, ihr Nest einrichtet. Man sieht so merkwürdige grünliche Masse auf dem Haus, auf der Schnecke. Das ist so ein Pflanzenmörtel, den die Biene draufpeppt als Tarnung. Dann wird das Nest verschlossen. Da ist auch nur ein einziges Ei drin in diesem Schneckenhaus. Ganz anders als in dem Reihenhaus, was wir eben gesehen haben. Dann wird der Schneckenmund verschlossen, auch mit Pflanzenmörtel. Das Schneckenhaus wird gedreht, dass der Boden, die Mündung auf dem Boden liegt. Und dann sieht man im rechten Bild, dass das mit Pflanzenmaterial, mit Grashalmen nochmal getarnt wird. Alleine dieser ganze Verhaltensablauf, der ist hochkomplex und lässt einen schon wundern, was Insekten alles so können. Hier noch die zwei letzten Beispiele für Nistmöglichkeiten. Auf der linken Seite ist es die bunte Blattschneiderbiene, die ihr Nest, wie man hier sieht, mit einer Pflanzentapete auskleidet. Eine Bienenart, die mit dem Bauch, mit der Bauchbürste den Pollen nach Hause bringt. Das sieht man hier eigentlich ganz schön. Bei der Art ist die Bauchbürste hinten schwarz und vorne rötlich. Und dann noch die blau-schwarze Holzbiene, eine Art, die als Wärmebote, als Klimabote sozusagen gilt, war vor 20 Jahren eigentlich nur in den wärmegetönten Gebieten
Deutschlands, zum Beispiel am Oberrhein, vorhanden. Mittlerweile ist ja nicht mehr nur der Oberrhein wärmegetönt in Deutschland. Mittlerweile ist diese blau-schwarze Holzbiene auch in Hamburg anzutreffen. Das sei allen Leugnern der Klimaveränderung ins Stammbuch geschrieben. Keine Wildbiene wählt irgendeine Partei, sondern die Wildbienen folgen mit ihrer Lebensweise den äußeren Bedingungen. Und Bienen, die in wärmebetonten Lebensräumen vorkommen und jetzt plötzlich an Stellen vorkommen und leben, die sie vor 20 Jahren noch nicht besiedelt haben, diese Bienen zeigen klipp und klar an, es gibt eine Klimaveränderung, die wir nachvollziehen können. So, ich komme zum zusammenfassenden Teil meines ersten Vortrags, was Bienen brauchen. Eigentlich nur eine kurze Replik. Blütenvielfalt ist das A und O im Leben der Wildbienen, damit auch Spezialisten zu ihrem Zuge kommen. Die Nahrung giftfrei, das ist natürlich der springende Punkt, der heute praktisch nirgendwo mehr erfüllt wird. Das muss man auch klar sagen, außer in Gärten, die behutsam und natürlich bearbeitet werden oder auch in der Biolandwirtschaft. Offene Bodenstellen, nochmal, die meisten unserer Wildbienen sind Erdnister. Sie brauchen aber vielfältige Bodentypen, also nicht irgendeinen Boden. Wir haben eben bei der Hosenbiene gesehen, dass Sandböden ganz wichtig sind, damit sie ihre Nester anlegen kann. Es gibt andere Bienenarten, die bauen nur in Lösslehm ihre Nester in den Boden, weil unterirdisch wirklich fantastische Bergwerke angelegt werden, die in Sandboden niemals halten könnten. Also auch hier Vielfalt in den Bodentypen ganz wichtig. Ein breites Angebot an Nistplätzen über der Erde. Wir erinnern uns an das Schema mit dem Schneckenhaus, mit den Holzbalken, mit dem Ried, mit den Trockenmauern. Also Nistplätze in unterschiedlicher Art werden von den Tieren einfach gebraucht. Baustoffquellen, die blatteintragende Blattschneiderbiene braucht eben auch die entsprechenden Pflanzen, um diese Blattstücke auszusägen. Es gibt Wildbienen, die brauchen Baumharze zum Bauen ihrer Nester, brauchen dann natürlich auch die entsprechenden Bäume und, und. Die Lebensräume sollten erreichbar sein für die Tiere. Die meisten unserer Wildbienen haben Flugradien, Aktionsradien von wenigen hundert Metern. Das unterscheidet sie auch von der Honigbiene, die rund oder bis zu 5 Kilometer, teilweise noch mehr, um ihre Stöcke fliegen kann. Hummeln können das auch. Auch die Holzbiene, sehr groß, hat große Aktionsradien, aber die allermeisten fliegen nur wenige 100 Meter. Und das heißt, sie müssen in einem engen Lebensraumumfeld alles bekommen, alles finden, was sie brauchen. Und wenn diese Lebensräume sehr weit verstreut in der Landschaft, zum Beispiel getrennt durch große Maisäcker liegen, dann sind das Inseln, Lebensräume, die miteinander nicht mehr verbunden sind. Das ist immer ein hohes Aussterberisiko. Man kann das auch mit Vielfalt in der Landschaft zusammenfassen. Das ist es, was die Tiere brauchen. Hier mal ein Blick in vielfältige Landschaften, wie sie Bienen lieben. Ich will das nicht im Einzelnen erklären. Oben links natürlich eine Streuobstwiese, unten links das Bild der Überflutungsaue am Rhein. Die Bäume, die da so hellgrün stehen, das sind Weiden. Das sind eben die Pollenquellen für die spezialisierten Weidenbesucher. Vielfalt in den Lebensräumen für die Wildbienen, das A und O. Das hier sind mehr so Notstandsgebiete für Wildbienen. Das brauche ich bei den Bildern ohne Blüten, glaube ich, nicht erläutern. Oben rechts muss ich es erläutern. Oben rechts ist ein Acker, der eingesät wurde mit Phacelia. Phacelia heißt zu Deutsch Bienenfreund. Und man müsste eigentlich gerechterweise sagen, Honigbienenfreund wäre das richtige Wort. Denn Wildbienen finden an Phacelia kaum das, was sie brauchen. Phacelia ist keine heimische Art, ist nichts für die Vielfalt der bedürftigen Spezialisten unter den Wildbienen. Also es ist eine Honigbienenweide, aber nichts für die Vielfalt der Wildbienen. Und unten links, das werden wir später noch besprechen, ist zwar schön bunt, taugt aber nichts. So, ich wäre mit meinem ersten Teil fertig. Hier nochmal einige Websites. Es gibt mittlerweile sehr viel im Internet über Wildbienen zu lesen. Vielleicht besonders ans Herz legen möchte ich wildbienenkataster.de.
Das ist eine beim Naturkundemuseum Stuttgart angesiedelte Organisation, Wildbienenkataster, ein Arbeitskreis. Da kann man, wenn man da drauf geht, praktisch zu allen Bienenarten in Baden-Württemberg die Verbreitungskarten sehen, so einen kleinen Steckbrief. Also das kann ich nur empfehlen. Und Wildbieneninfo ist die Homepage von Dr. Paul Westrich. Das ist natürlich die Fundgrube schlechthin. So, ich wäre jetzt mit dem Teil 1 fertig. Steige hier mal aus. Moment. Und stoppe die Bildschirmfreigabe. Ja, ich glaube, jetzt bin ich mit den Präsentationen zumindest weg vom Fenster. Ja, vielen Dank, Martin, für diesen ersten Teil. Sehr spannend. So ein, auch wenn nur kleinen Einblick in die fast 600 Arten zu bekommen, das ist echt faszinierend. Wie eingangs erwähnt, wollten wir jetzt eine kurze Pause machen. Jeder kann sich was Frisches zu trinken holen. Und wenn schon dringende Fragen bestehen an den Martin, gerne über den Chat oder melden. Und dann machen wir in 5 Minuten weiter mit dem zweiten Teil von dem Input, wo wir weiter um Bedrohung und Schutz und auch dazu reden, was wir vielleicht machen können, um Wildbienen bei uns zu erhalten. Bis gleich. Lieber Martin, Wolf oder Stefan, ist einer von euch gerade da? Es kam eine Frage rein. Soll das dann schriftlich beantwortet werden oder? Nee, ich glaube, jetzt ist ja noch gerade kurz Pause. Vielleicht kann man das kurz beantworten. Hier hat eine gefragt,
wo man denn geeigneten Sand oder Boden für Brutstellen herbekommt? Also ich würde empfehlen, dass man dort, wo man lebt, wo man wohnt, Stellen einrichtet, wo man den Boden einfach von der Vegetation ein bisschen befreit. Einfach um den Zugang für die Tiere zu dem Boden zu schaffen. Wenn man gerade für die Lockerbodennister, sage ich jetzt mal, also bis hin zu Sand etwas tun will, kann man, ich sage mal, bei der nächstgelegenen Sand- oder Kiesgrube Sand besorgen aus der Region, das wäre immer gut, und dann solche offenen Felder, offenen Sandflächen einrichten. Auf der anderen Seite, also wenn ich da einschalten darf, also so die auf die Idee zu kommen, irgendwelchen Spielzeugsand da in der Gegend rumzuschmeißen, womöglich gewaschenen Sand, also es muss natürlicher Sand sein, der halt auch verklebt mit anderen Lehmanteilen und so weiter. Ja. Also ich glaube, so die naive Vorstellung, dass man da bloß irgendwie Sand da irgendwo hinbringen kann, das sollte man vielleicht auch nicht. Also ich denke, das Boden frei machen, was du da gesagt hast, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Ich meine, wir haben hier, da wo ich lebe, am Schwarzwaldrand, Schwarzwald-Westrand, in der Vorbergzone ausgedehnte Lössbereiche. Da ist es manchmal hilfreich, wenn solche Lösshänge allmählich zuwachsen, die früher offen waren, dass man da einfach das Gesträuch, was so runterhängt oder so, einfach mal zur Seite macht, um dort den Bienen wieder einen freien Zugang zu ermöglichen in sonnigen Lagen. Sowas ist auch eine gute Sache, ist natürlich nichts für den eigenen Garten, es sei denn, man hat eine Lösswand im eigenen Garten. Ist eher selten. Wann machen wir weiter? Ist die gute Frage. Ich glaube, wir sind mit unseren 5 Minuten soweit durch. Ja. Es kam jetzt noch gerade eine Frage. Schaffen es eigentlich die Bienen, in den hinteren gelegenen Brutkammern aus der Röhre herauszukommen, falls die Tiere in den vorderen Kammern abgestorben sind? Spannende Frage. Ja, das ist, es passiert manchmal auch sozusagen ein Unglück, dass nämlich das Weibchen in die hinteren Kammern männliche Eier legt, die dann schneller schlüpfen. Und die kämpfen sich dann auch sozusagen an ihren Geschwistern vorbei nach vorne, wobei es da zu Schädigungen kommen kann. Also wenn vorne ein Tier abgestorben ist, dann schaffen die das schon, sich daran vorbei zu arbeiten, ist aber eine, ich sag mal, seltene und eher unglückliche Ausnahme. Gut, da kam gerade nochmal die Antwort zu Nisthilfen im Boden von der Thea auch schriftlich. Mhm. Aber ich denke, dann können wir weitermachen mit dem zweiten Teil von deinem Vortrag und haben ja auch am Ende nochmal ein bisschen mehr Zeit zu diskutieren oder Fragen zu klären. Mhm. Dann hoffe ich mal, dass ich den zweiten Teil jetzt finde. Ich gebe mal das Ding frei. Ja, ich habe es befürchtet. Den zweiten Teil. Moment. Nee. Ich müsste kurz aussteigen, um den zweiten Teil ab. Moment. Nee, da ist er. Moment. Da ist er. Ja. Na. So. Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Ich hoffe, Sie können das alle sehen. Noch sehen wir nichts. Oh. Warum nicht? Bisher ist nichts geteilt. Das ist schlecht. Moment. Was
Sekunde. Moment. Vielleicht die laufende Präsentation noch mal schließen, weil leider sehen wir unter Share Screen noch gar nichts. Falls noch jemand eine Frage für die Übergangszeit hat. Ja, genau. Gerne. Oder Kochrezepte austauschen ist an solchen Stellen auch immer ganz hilfreich. Ja, aber ich verstehe jetzt ernsthaft nicht, warum ich die Präsentation nicht finde. Kann es denn sein, dass ich im Moment nicht als Co-Host eingeteilt bin? Doch, bist du. Also eigentlich müsste das klappen. Sonst muss vielleicht einer von uns die Präsentation aufrufen. Naja, das funktioniert nicht. Ich werde mal kurz diese Veranstaltung verlassen und rufe die Präsentation nochmal bei mir vom Bildschirm auf. Das funktioniert so nicht. Alles klar. Vielleicht kommt jetzt doch der Punkt, wo die Kochrezepte ausgetauscht werden. Ich bin gleich wieder da, versprochen. Bis gleich. Ja. Vielleicht hat ja noch jemand eine Frage und wir haben ja auch noch ein paar andere Experten, die vielleicht darauf eingehen können. Es kam eine Frage, gegebenenfalls für später. Ich nutze das jetzt schon mal. Ich beobachte an meinem Bienenhotel, dass der Verschluss von manchen Brutröhren weg ist und man die Trennwand zur weiter hinten liegenden Kammer sehen kann. In dieser Wand ist oft ein winziges Loch in der Mitte, das wesentlich kleiner ist, als die fertige Biene sein müsste. Wissen Sie, wer da durchging? Wolf, ist dir sowas, kennst du sich damit sowas aus? Ich weiß nur, dass der Specht auch mal gerne bei so Nisthilfen die zugänglich sind, umhergeht. Aber also vielleicht hat es da auch noch was anderes mit. Das habe ich jetzt noch nicht so beobachtet. Das müsste man sich konkret angucken. Es gibt natürlich, natürlich auch Parasiten und so weiter. Also andere Tiere, die, aber wenn das so klein ist, also es muss halt immerhin noch irgendwie ein Tier da durchpassen. Also habe ich noch nicht so gesehen. Aber davon abgesehen. Der Ausdruck Bienenhotel, ich hoffe, dass der dann nachher nochmal thematisiert wird, gefällt mir in der Benutzung in der Öffentlichkeit überhaupt nicht, weil das sieht so aus, als ob man bloß da irgendwelche Nisthilfen schafft, um dort dann halt entsprechend die Bienen zu fördern. Die Bienen brauchen halt, und das hat der Vortrag ja gezeigt, neben den Nisthilfen natürlich die ganzen Blütenrequisiten und so weiter. Und auch der Gast im Hotel braucht Nahrung und so weiter. Also mir gefällt das der Ausdruck Hotel überhaupt nicht. Vielleicht sollte man wirklich sagen, einfach Nisthilfen. Vielleicht darf ich noch kurz was dazu sagen. Hier Stefan Kress vom NABU. Das ist auch ein Thema, das ich in meinem Vortrag, kommen wir noch später drauf, dann thematisieren würde. Das sind oft dann die kleinen Löchlein, kommen tatsächlich von Parasiten. Das sind so kleine Drosophila, sind so ganz kleine Fliegen, die auch ihre Eier in diesen Brutkammern ablegen und die sich dann durchbeißen und dann dadurch wieder rausschlüpfen aus diesen Kammern. Da werden gerade bei, wenn viele solche, wenn so ein Hotel, so eine Nisthilfe mit vielen Kammern und mit vielen Röhren belegt ist, wird natürlich auch der Parasitendruck größer. Und da sind dann auch schon viele Brutkammern da mit solchen Parasiten auch mit, also unter anderem eben mit diesen kleinen Fruchtfliegenarten, sind aber andere Arten, die wir auf unseren Trauben haben, befallen. Aber es macht nichts aus. Es überleben meistens trotzdem oder eigentlich immer noch genügend von den Bienen, die da in diesen, den eigentlichen Mauerbienen, die da sich, die da brüten. So. Okay. Ja, vielen Dank. Martin, ein neuer Versuch. Ich wäre wieder zurück. Ich entschuldige mich in aller Form und hoffe gleichzeitig, dass es diesmal passt. Aber ich sehe ja, Langeweile ist keiner aufgekommen und ich gelobe, nicht über Wildbienenhotels zu reden. Ich habe schon gehört, berechtigterweise sollte man das nicht tun, sagt ja auch Paul Westrich. So, ich probiere es jetzt nochmal und wir drücken gemeinsam die Daumen. Ja, das sieht doch schon mal ganz verheißungsvoll aus. Das seht ihr, sehen Sie.
Ja, jetzt funktioniert's. Na, das Leben hat wieder einen Sinn. Ja, so. Super. Ich komme also zum zweiten Teil meines Vortrags. Da geht es um die Frage der Bedrohung der Tiere und um die möglichen Hilfsmaßnahmen. Das hier ist leider keine Ausnahmeerscheinung, sondern das ist ein alltägliches Bild einer intensiv genutzten Agrarlandschaft. Im Hintergrund sieht man den Schwarzwald, demzufolge sieht man im Vordergrund die Rheinebene. Und eine solche Landschaft ist auf großer Fläche eine Bienenwüste. Man sieht hier, da ist ja Blütenarmut schon fast eine Übertreibung, also man sieht gar keine Blüten hier, außer Mais. Mais ist ja auch eine Blüte, windbestäubt, und tatsächlich gehen auch manche Bienen und holen sich den Pollen vom Mais, aber es sind eben keine Blumen. Nektar gibt es hier keinen. Die Pestizidbelastung ist in solchen Regionen teilweise immens. Und selbst Nistplätze sind rar. Wenn man sich überlegt, dass bodennistende Wildbienen offene Stellen brauchen, dann sieht man, dass hier auf diesem Grasweg, ich meine, man kann ja froh sein, dass er nicht asphaltiert ist, aber auf diesem Grasweg hier haben die Tiere auch kaum Zugang, um Bodennester anzulegen, weil die Grasnarbe sehr dicht verfilzt, ergo auch gut gedüngt ist. Und was ich schon sagte, in diesen Flächen ist eine Isolationswirkung auf Wildbienenlebensräume zu sehen und zu spüren. Die Tiere, die nur wenige hundert Meter fliegen, haben keine Chance, neue Lebensräume zu erreichen. Und dann sind solche Flächen tatsächlich auf großer Breite Bienenwüsten. Eben wurde schon im Vorspann die Giftstoffklasse der Neonicotinoide erwähnt. Das sind Nervengifte, die das Orientierungsvermögen von Bienen erforscht, fast ausschließlich an der Honigbiene mal wieder, das Orientierungsvermögen dieser Tiere schon in geringen Dosen empfindlich stören. Und wir hatten im Mai 2008 das Bienensterben, so wurde es natürlich in der Presse genannt, am Oberrhein, etwa von Basel bis Rastatt, weil ein bestimmtes Beizmittel ausgebracht wurde gegen den Maiswurzelbohrer. Das ist ein Käfer, der eingeschleppt wurde aus Südeuropa. Also er kam aus Südeuropa hierher. Er kommt ursprünglich auch gar nicht aus Europa, ist eingeschleppt worden. Und um den Mais zu schützen vor diesem Käfer, wurden die Maiskörner gebeizt mit einem Mittel namens Clothianidin. Das ist ein Präparat aus dieser Stoffklasse der Neonicotinoide. Und das hat dazu geführt, dass in diesem Jahr 2008 Millionen von Honigbienen umgekommen sind und natürlich auch Wildbienen. Nur bemerkt hat es natürlich die Imkerei als erstes, weil sie gesehen haben, dass Bienen nicht zurückgekommen sind an ihren Stock, dass Bienen offenkundige Vergiftungserscheinungen hatten. Bei den Wildbienen, die ja in aller Regel als Solitärtiere in kleinen Bodennestern leben, hat das kein Mensch bemerkt. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass Tiere, die an denselben Stellen Nahrung sammeln, nämlich Pollen, genauso betroffen werden wie die gut behüteten und gut beobachteten Honigbienen. Und man hat es in den Folgejahren dann auch deutlich gemerkt an erheblichen Bestandseinbrüchen, auch bei Hummeln. Nur ganz kurz zur Wirkungsweise. Diese Neonicotinoide sind sogenannte systemische Insektizide. Das bedeutet, unten sieht man solche roten Maiskörner. Das war genau der Fall im Mai 2008. Die Körner waren rot und das Gift wurde mit einer roten Paste auf die Körner gebracht und dann mit Luftdruck in den Boden geschossen, mit Luftdruck-Sämaschinen. Und weil das Präparat nicht ordentlich aufgebracht wurde, ist dann diese Beize als roter Staub frei geworden und wurde dann mit dem Wind in der gesamten Rheinebene praktisch auf alle Blüten verteilt und hat dann wirklich Furchtbares angerichtet. Und man sieht, wenn aus solch einem gebeizten Maiskorn eine Pflanze wird, dann ist die ganze Pflanze giftig. Alles ist giftig an dieser Pflanze, auch das sogenannte Gutationswasser oder Schwitzwasser, kann man sagen, dass die Pflanzen dann ausscheiden. Und da hat man auch beobachtet, dass Honigbienen, die dieses Wasser aufnehmen von der Pflanzenoberfläche, dass die auch vergiftet wurden. Zur Wirkungsweise, es ist ein Nervengift, dass das Orientierungsvermögen der Tiere empfindlich stört. Hier Professor Menzel aus Berlin hat das erforscht an Honigbienen.
Man sieht hier im Bild nur ganz kurz eine blaue Flugbahn von nicht vergifteten Bienen. Da sieht man vom Auflasspunkt bis zum Bienenstock einen geradlinigen Flug. Bei denen, die vergiftet wurden, mit geringen Mengen wohlgemerkt, sieht man eine völlige Orientierungslosigkeit, ein wirres Herumfliegen. Und diese Tiere, die mit diesen Neonicotinoiden, in diesem Falle war es Thiaclopryd, das ist einfach ein anderes Präparat, behandelt wurden, die sind nicht mehr zurückgekommen zu ihrem Stock. In geringsten Mengen wirken diese Gifte und sie wirken mittlerweile ubiquitär. Also praktisch überall sind mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet worden. Man kann das so ein bisschen wie DDT oder Dioxin oder sowas sehen. Die sind mittlerweile überall, diese Neonicotinoide, mittlerweile in einigen Präparaten, aber auch verboten in Europa, aber längst nicht in allen. Also zwei der Gründe. Einmal, wir haben wenig Blüten, das Angebot ist schlecht und wir haben eine Giftbelastung, die jetzt als Grundrauschen auch ohne die Neonicotinoide praktisch überall da ist. Und nicht nur durch die Insektizide, sondern natürlich auch durch Herbizide, die die Nahrungsgrundlage der Wildbienen und blütenbesuchenden Insekten vernichten. Rote Liste ist ja immer so eine Fieberkurve, ein Fieberthermometer, wie geht es den Tieren? Und die erste Rote Liste Baden-Württembergs datiert aus dem Jahre 1985. Diese Grafik zeigt einen Balken neben der Jahreszahl in zwei Teilen. Das sind 100% der Arten und die Mitte demzufolge 50%. Und 1985 waren bereits knapp die Hälfte unserer Wildbienenarten in Baden-Württemberg gefährdet. Die Rote Liste in der Fassung von 2000 hat bereits rund 63% der Wildbienen als mehr oder weniger stark gefährdet eingestuft. Man kann auch sagen, gerade mal ein Drittel war nicht gefährdet. Derzeit wird die Fortschreibung der Roten Liste erarbeitet. Die wird dieses Jahr wohl herauskommen für Baden-Württemberg. Und ich fürchte, dass sich der rote Balken noch weiter nach rechts bewegen wird. In ganz Deutschland ist die Rote Liste auch nicht mehr ganz neu, nämlich 2011 sind auch über 50% der Wildbienenarten gefährdet. Man kann ja jetzt sagen, okay, also die Bestäubungsleistung ist da, wir brauchen die Wildbienen, aber wir haben ja noch die Honigbiene, die in der Imkerei ja gehalten und auch versorgt wird. Reicht es denn nicht, wenn die Honigbienen unsere Blüten bestäuben? Da gibt es einige Untersuchungen. Ich habe jetzt eine eher populärwissenschaftliche Art, die auch im Spiegel veröffentlicht war, 2016. Ich habe die deswegen mitgebracht, weil der Spiegel ja nun wirklich keine Fachzeitschrift ist und jede und jeder ihn lesen kann. Und dort wurden aus vielen Einzeluntersuchungen diese Bilder hier kreiert. Einige wenige Nutzpflanzen. Aus einzelnen Untersuchungen hat man geschaut, wer bestäubt die eigentlich. Diejenigen, die gerne Kaffee trinken und dabei die Sorte Robusta bevorzugen, die werden sehen auf dieser Grafik, diese Pflanze wird ausschließlich von Wildbienen bestäubt. Einige Arten, die auch bei uns vorkommen, Nutzpflanzen, Erdbeeren, da sieht man den gelben Balken, steht für die Honigbiene und der orangefarbene Balken, die halten sich in etwa die Waage und dann kommt noch das blaue Feld, das sind die Fliegen, in erster Linie Schwebfliegen. Bei den Äpfeln ist das Bild ganz ähnlich, bei den Birnen schon deutlich anders. Eine Untersuchung aus den Niederlanden hat gezeigt, dass der Anteil der Honigbienenbestäubung bei den Birnen gar nicht so furchtbar groß ist. Da machen die Wildbienen den größten Teil aus und auch die Fliegen wieder einen erheblichen Beitrag. Und wenn man jetzt mal bei den Kirschen schaut, die ja schon relativ früh im Jahr blühen, dann sieht man, wie wichtig es ist, eine vitale Blütenbesuchergemeinschaft insgesamt zu haben. Denn da ist der Anteil der Honigbienen an der Bestäubungsleistung aus dieser Untersuchung in der Schweiz, das sind immer Einzeluntersuchungen natürlich, sehr gering. Wildbienen machen auch nicht so furchtbar viel aus. Hier beeindruckt mich persönlich der große Bestäuberanteil, den die Fliegen einnehmen. Also wie gesagt, das sind vor allem Schwebfliegen. Das zeigt aber, wir brauchen die gesamte Blütenbesuchergemeinschaft. Wir brauchen alle Insekten und es ist sträflicher Leichtsinn, sich auf die Honigbiene zu verlassen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, mittlerweile auch zusammenfassend zeigen, dass die besten Ergebnisse für den Fruchtertrag, wir denken dann ja auch immer nur an uns, an Obst zum Beispiel, die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn es eine
gesunde Gemeinschaft aus Honigbiene und eben diesen vielen Insekten rundherum gibt. Wenn diese Gemeinschaft stabil ist, sind auch die Erträge stabil. Wir brauchen alle Insekten. So, großen Felder, nämlich wie helfen wir den Wildbienen? Zum einen über das Blütenangebot, zum anderen über die Nistplätze. Das kann man so ganz grob als die großen Tätigkeitsfelder, die wir betreten können, um den Bienen zu helfen, umreißen. Ich möchte jetzt zu beiden ein paar Beispiele bringen. Als Einstieg für das Blütenangebot hier dieses Bild, diese Bildergalerie. Da fragt man sich oder frage ich ins Publikum, wenn Sie Wildbienen wären, wo würden Sie denn landen, um Nahrung zu suchen? Ich gebe zu, man kann auf diesen Bildern nicht so wahnsinnig genau erkennen, welche Pflanzen es sind, außer bei den Sonnenblumen. Da sieht man natürlich auf einen Blick, dass es Sonnenblumen sind. Aber ich möchte das jetzt auch nicht zu weit hinausdehnen. Ich würde das auflösen, indem ich jedem guten Blütenbesuchsangebot einen Smiley verpasse. In diesem Falle ist es eine Ansaat aus Ackersenf und Hederich. Das sind großblütige Brassica 10 Kreuzblütler. Da gibt es etliche Wildbienenarten, die nur auf diesen Pflanzen fliegen. Und tatsächlich hat diese Ansaat inmitten von sonstigen Maisfeldern diese Bienen anlocken können. Dann dieses hier, ein bunt blühender Straßenrand, genauso wie der da aus Wildpflanzen, wohlgemerkt. Das ist unten im Bild Natternkopf, das ist Moschusmalve, das ist das Jakobskreuzkraut, das ja nicht den besten Ruf hat, zumindest nicht bei Viehhaltern, das aber für Blütenbesucher natürlich eine hervorragende Nahrungsquelle ist. Und oben rechts auch ein Straßenrand, auch wieder mit Natternkopf, in dem Fall auch noch mit reinfahren. Es ist ja schon fast tragisch, dass wir sagen müssen, Straßenränder, bunt blühende Straßenränder sind wichtige Nahrungsquellen für unsere Insekten, weil die Wiesen nichts mehr taugen oder weg sind. Das ist ja wirklich schlimm, wenn man sich das überlegt, dass am Straßenrand mehr blütenbesuchende Insekten fliegen als in der Feldflur. Und wenn die dann noch falsch gemäht werden, nämlich radikal auf einmal, dann ist die Nahrungsgrundlage weg. Die anderen, die ich hier zeige, Sonnenblume, ist als Nahrungspflanze nicht so toll. Das kann ich jetzt hier nicht ausführen ins Einzelne. Unten links ist eine Blühmischung aus wiederum Bienenfreund, Phacelia und Buchweizen. Und unten rechts auch wieder Phacelia mit Malven. Beides sind Blühmischungen aus teilweise fremdländischen Arten, die auf Äckern ausgesät wurden und die taugen als Wildbienennahrungsquelle nur sehr, sehr wenig. Nur nicht spezialisierte Wildbienen finden hier ihr Auskommen. Das Ganze nochmal mit dem Blick in den Siedlungsraum. Auch hier das Verteilen der Smileys, Kletterrosen, die nicht gefüllt sind, ganz wichtig. Die Staubgefäße sind noch vorhanden und offen. Da sieht man Hummeln in recht großer Zahl fliegen. Oben eine Wildblumenwiese mitten in der Stadt. Auch das eine sehr gute Nahrungsquelle. Und da unten, man darf sich ja nicht freuen, wenn Gleise stillgelegt werden. Das heißt ja weniger Bahnverkehr. Aber in diesem Falle haben sich die Bienen gefreut. Natternkopf hat sich zum Beispiel spontan angesiedelt. Das sind sehr, sehr gute Nahrungsquellen für Wildbienen. Die anderen beiden hier, das sind einjährige knallbunte Mischungen, die unser Auge erfreuen und mit denen auch die Honigbiene was anfangen kann, ganz zweifellos. Weil es aber meistens fremdländische Arten sind, und dann sind es auch noch einjährige, die man jedes Jahr wieder neu einsehen muss. Das sind keine Wiesen, auch wenn die so aussehen, sind solche Flächen für unsere wildlebenden Insekten in aller Regel keine guten Landeplätze. Einige positive Beispiele für Blütenangebote möchte ich Ihnen mit Projekten hier vorstellen. Das ist hier eine aufgelassene Industriefläche bei einem der Daimler-Werke in Mittelbaden. Da hat man diese Fläche mit Wildpflanzen bestückt, hat so etwas wie ein künstliches Flussbett geschaffen. Man hat Kiese und Sande aufgeschüttet, ist nicht weit weg vom Rhein und hat dann mit diesen Wildpflanzen Stauden und teilweise auch Einsaaten als Saum oder als Wiese solche Blühaspekte geschaffen, die von den Wildbienen hervorragend angenommen wurden. Daimler ist an dieser Stelle auch ausgezeichnet worden als UN-Dekade-Projekt, mehrmals hintereinander.
Und wir haben dort vom NABU aus die Wildbienenbestände erfasst in mehreren Untersuchungen. Das sind jetzt einfach nur noch mal zwei Bilder. Hier in diesem Fall am dornigen Hauhechel, einer Pflanze, die dort ausgebracht wurde. Und ja, im Jahr 2015 in einer sommerlichen Erhebung konnten wir da 64 Arten von Wildbienen feststellen. Das war bei einer Fläche von 1200 Quadratmetern schon mal bemerkenswert. Und davon, und das ist besonders prägnant, 22 Arten der Roten Liste, von denen dann drei als stark gefährdet galten. Damit konnte man im Ranking einer Flächenbewertung dieser Fläche das Prädikat überregional bedeutend vergeben. Der Schlüssel ist der Einsatz von Wildbienen und von Wildpflanzen, und zwar Wildpflanzen aus regionaler Herkunft. Nicht von irgendwoher, sondern aus der Region, in dem eine solche Fläche auch angelegt wird. Hier ein anderer Standort in Gaggenau. Auch da wurde auf der Außenanlage, die vorher ein Rasen im weitesten Sinne war, wurden solche Bestände angelegt mit sehr satten Blühaspekten. Und auch hier hat die Bestandserhebung ergeben, dass Wildbienen, die auch im städtischen Bereich dann aufgetreten sind, da nicht ganz so viele Arten, aber immerhin auch hier einige gefährdete Arten dabei. Und diese Fläche galt als regional bedeutsam. Ministerpräsident Kretschmann war im Mai 2019 auf diesen Flächen, hat sich das angeguckt und war schon angetan und hat dann gemeint, es wäre doch eigentlich vernünftig, wenn auf den Unternehmensstandorten, die haben ja in aller Regel ganz gute oder umfangreiche Grünanlagen, wenn man solche Flächen hier sozusagen standardmäßig mit Wildpflanzen bestückt und nicht als Rasen oder als Cotoneaster-Flur missbraucht, sondern dass man diese Flächen renaturiert, soweit es eben nicht renaturiert, sondern naturnah gestaltet, so muss man sagen. Etwas kleiner, eine Schule bei uns daheim, auch mit Wildblumenmischungen ausgesät. Hier hat man den alten Schulgarten, der nicht mehr betreut wurde, mit Sand aufgelockert den Boden und hat dann hier diese Blühmischung eingesät. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Oder hier etwas für die kirchliche Jugendarbeit an einer Kirche in Aachen, haben die Konfirmanden solche Flächen, die vorher auch nicht besonders prickelnd aussahen, mit Wildblumen eingesät und haben das Ganze dann auch noch mit einem Pflanzensaum direkt an der Hauswand mehrere Jahre hintereinander gemacht, und das hat sich wirklich gut bewährt. Wichtig an der ganzen Geschichte ist, dass man nicht mit Blühmischungen oder auch mit Einzelpflanzen arbeitet, weil man die so toll findet, so schön bunt, sondern wichtig ist, dass man mit heimischen Arten arbeitet. Das ist extrem entscheidend. Bunt alleine reicht nicht. Es gibt so viele Blühmischungen, die man auch in Gartenmärkten kriegt. Und mein Merkspruch ist da eigentlich immer, je paradiesischer der Name, desto teuflischer der Inhalt. Wenn das heißt Schmetterlingsparadies oder Wildbienenweide oder weiß der Geier was oder Blütenzauber, bitte die Finger davon lassen. Ich zeige ganz am Schluss noch einige Bezugsquellen von Wildblumensamen, die wirklich seriös und gut sind. Mit solchen Mischungen hier kann die Honigbiene klarkommen. Mit solchen Mischungen, das ist eine Wildblumenmischung der Firma Rieger Hoffmann, die werde ich nachher noch einblenden, die Firma. Mit solchen Mischungen auch im Siedlungsbereich, das Bild kommt aus Donsdorf, da kommen eben alle Insekten, die auf Blüten angewiesen sind, klar, auch die Honigbiene. Das heißt, wenn man etwas für die Insekten tun will, auch für die Honigbiene, nimmt man Wildblumen und nicht diese Kulturmischungen. Zu den Nistplätzen auch hier noch einige Beispiele. Ich hatte ja schon gesagt, dass die allermeisten unserer Wildbienen im Boden nisten. Das ist hier der Notruf eines Kindergartens gewesen. Da hat die gelbbindige Furchenbiene unten rechts im Bild zu sehen eine Bodenstelle, nämlich genau die, wo die Kinder immer zur Rutsche gerannt sind. Die haben dann die Vegetation weggeschrappt sozusagen. Da waren eben diese gelbbindigen Furchenbienen. Und ich habe mir das dann angeguckt. Die Erzieherinnen waren erst ein bisschen panisch und habe gesagt, Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Die Bienen sind viel gefährdeter als die Kinder, zumal die Tiere ja nicht stechen. Da kann ich nachher auch noch was zu sagen, wenn es sein muss. Da hat man einfach diese Fläche mit Flatterband abgegrenzt und die Kinder sind auf der anderen Seite der Rutsche rauf und runter gelaufen. Das gab keinerlei Probleme. Man muss es halt nur wissen. Ja, hier das Wort Hotel darf ich ja nicht mehr in den Mund nehmen. Das ist eine Wildbienennisthilfe, die wir an einer Schule aufgebaut haben, nachdem wir den Eltern erklärt haben, auch allergisch reagierende auf Bienengift allergisch reagierende Kinder müssen keine Angst haben vor den Wildbienen, denn sie stechen nicht, beziehungsweise sie kommen gar nicht mit ihrem Stachel durch unsere Haut und sind auch alles andere als aggressiv. Man muss sich vorstellen, dass an einem Honigbienenstock einige der Arbeitsbienen ja regelrecht den Job haben, als Wächterbienen zu fungieren und alles, was nicht zum Bienenvolk gehört, zu attackieren. Das können die sich auch erlauben. Denn es sind ja mehrere tausend Bienen, die das Volk stellen. Bei den Wildbienen wird sich ein aggressives Verhalten erst gar nicht entwickeln, weil der Verlust eines Muttertieres gleichzeitig den Verlust der Fortpflanzungs des Erfolges dieses Jahres bedeutet. Also Wildbienen sind vernunftbegabt, sage ich jetzt mal, gar nicht aggressiv. Es gibt jetzt so im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie man diesen wenigen, ich sage es nochmal, nicht im Erdboden nistenden Wildbienen helfen kann. Mit Hartholz, ganz wichtig, mit Hartholzblöcken, in die man Löcher hineinbohrt von 4 bis maximal 8 mm. Die kann man dann, wie man will, positionieren und diese Klötze aufhängt. Oder aber auch eine Variante, die man mit Kindern auch sehr leicht basteln kann, indem man Bambusstäbe zusammenbündelt, hier zum Beispiel, indem man sie in eine Blechdose steckt. Man kann das selbstverständlich auch in Holzrahmen reinmachen. Aber das Prinzip ist sehr einfach. Man nimmt diese Bambusstecken, diese Röhren, schneidet sie an den Stellen durch, in der Länge, wie man sie braucht, und achtet aber darauf, dass das Hinterteil verschlossen bleibt. Also das Hinterteil sollte ein Knoten innerhalb dieses Stängels einer Bambusröhre sein, denn hinten das Nest sollte nicht offen sein. Aber das kriegt man, wenn man damit arbeitet, sehr schnell raus. Ja, solche Wildbienenhäuser habe ich sie genannt, mit Kindergärten oder auch in Ferienfreizeit zu basteln, das ist ja mittlerweile allgegenwärtig. Ein Punkt scheint mir aber wichtig dabei zu sein, der wurde eben auch schon erwähnt. Wenn man solche Niststätten anbietet, dann hat man natürlich auf einem sehr kleinen Raum ein hohes, konzentriertes Angebot an Niststätten. So etwas gibt es in der Natur nicht. Man muss sich überlegen, wo kamen denn eigentlich die holzbewohnenden Wildbienen her oder wo waren die denn, als noch keine Schulklassen ihnen solche Nisthilfen hingesetzt haben? Die Antwort ist klar, sie haben als Nachmieter in den Bohrgängen von Holzkäfern zum Beispiel gelebt. Und die sind natürlich niemals in einer solchen Konzentration gewesen, wie man sie jetzt hier den Tieren anbietet. Und insofern ist der Druck von Brutparasiten oder Parasitoiden, muss man eigentlich sagen, sehr hoch. Und dann kommt da noch hinzu, dass auch Vögel natürlich solche Quellen entdecken. Und ein Buntspecht zerlegt eine solche Sammlung von Niströhren innerhalb kürzester Zeit. Dann gibt es dann natürlich wieder Abwehrmaßnahmen mit Drahtgittern und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, man sollte nie aus den Augen verlieren, was sind eigentlich die natürlichen Nistplätze dieser Tiere. Und es ist 100-mal wertvoller, einen Totholzstamm stehen zu lassen im Gelände, als solche Nisthilfen anzubieten. Das Ganze hat eher einen pädagogischen Zweck und der ist allerdings auch sehr hoch anzusiedeln. Denn welches Kind hat jemals von Wildbienen gehört, geschweige denn sie gesehen? Das ist sehr wichtig, dass diese Möglichkeiten geboten werden. Aber man darf sich eben nicht der Illusion hingeben, damit rettet man die Wildbienen. Das ist nicht so. Man kann ihnen helfen, auch nicht unbedingt sie retten, aber man kann ihnen helfen. Und das sollte man auch tun, wo immer es geht, indem man ihnen ein reiches Angebot an passende Nahrungspflanzen liefert und das in Verbindung mit Nisthilfen oder Niststätten. Hier sieht man links im Bild so eine Kräuterspirale. Da können Arten zwischen den Steinen nisten. Und zwar ist das der Wildbienengarten der NABU-Gruppe Freiburg in Opfingen. Da sind eigentlich alle Dinge angeboten, die den Wildbienen tatsächlich helfen. Hier auch so eine Art
Nistbeet, wenn man das will. Da hat man mal so eine offene Bodenstelle angelegt, ganz speziell. Und dieser Wildbienengarten, der hat 2018 auch den Landesnaturschutzpreis bekommen, weil man eben hier wirklich mit sehr viel Sachverstand den Tieren einen Lebensraum geboten hat. Oder hier in Wiesloch in der Kurpfalz, da sieht man eine Lösswand. Ich hatte das eben erwähnt, solche Lösswände neigen ja, wenn man sie nicht offen hält oder bei Hohlwegen ganz besonders, dazu, dass sie zuwachsen. Und dann scheiden sie als Nistplatz aus. Hier hat man diese Fläche wieder, diese Lösswand wieder freigelegt und hat im Vorfeld auch zwei kleine Terrassenebenen angelegt mit diesem wirklich reichhaltigen Angebot an Nisthilfen. Hier sieht man mal die Genese dieses Wildbienengartens und der ist dann auch ausgezeichnet worden. Also so etwas zu machen, auch an einer Schule, in einem Kindergarten, das ist wirklich lohnend. Da können die Kinder nämlich nicht nur an einer Nisthilfe sehen, wie die Tiere rein und rausfliegen, sondern sie können auch beobachten, wo sie sammeln, wie sie sammeln, welche Farbe der Pollen hat und so weiter und so fort. Also eine dringende Empfehlung, solche Lebensräume anzusiedeln, gerne auch mitten, na nicht mitten, aber in den Gemeinden im innerörtlichen Bereich. Ein abschließendes Wort noch zu einem Projekt, das derzeit in Baden-Württemberg noch läuft. Das heißt Naturnah dran. Das Umweltministerium hat den NABU Baden-Württemberg damit beauftragt, Kommunen, die sich darum bewerben, zu beraten, ihre innerörtlichen Grünflächen umzugestalten und eben nicht mehr Rasen oder Bodendecker, Wüsten zu haben, sondern vielfältige Lebensräume. Hier sind mal vier Beispiele. Mittlerweile haben 61 Kommunen dieses Angebot wahrgenommen seit 2016. Hier sieht man ein Bild oben links aus Wendlingen, oben rechts aus Bretten. Unten links, das ist in Radolfzell und unten rechts in Walsbachtal. Also aus jedem Regierungsbezirk dieses Landes ein Beispiel. Wie gesagt, es sind mittlerweile 61. Das ist Ludwigsburg, Karlsruhe, dann Bad Saulgau und das ist Lörrach. Hier eine Karte zu diesem Projekt Naturnah dran. Das sind so die Gemeinden, die im Land jetzt mittlerweile mitgemacht haben bei diesem Projekt, das in diesem Jahr allerdings in der Projektphase, in der wir jetzt sind, den letzten Durchgang hat. Die Erfahrung ist, dass es wichtig ist, das Betriebspersonal aus den Bauhöfen, aus den Gärtnereien zu schulen im Umgang mit Wildpflanzen. Denn es gehört eben nicht zur gärtnerischen Ausbildung, mit Wildpflanzen zu arbeiten. Im Prinzip ist das Unkraut. Das muss man einfach sagen. Normalerweise würde in einem Garten so etwas weggejätet. In diesen Flächen hier haben die Gärtnerinnen und Gärtner trainiert sozusagen, welche Pflanzen erwünscht sind, weil sie eben ein reichhaltiges Nahrungsangebot liefern, welche auch nicht so gut sind, weil sie die Fläche überwuchern. Weißklee zum Beispiel ist zwar eine super Hummelpflanze, neigt aber dazu, in die Fläche zu gehen. Und in diesem Projekt Naturnah dran werden die Kommunen eben geschult, werden trainiert bei der Anlage der Fläche und bei der Pflege. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt und ich glaube auch die Gemeinden, denn das Interesse an diesem Thema ist dadurch enorm gewachsen. So, ich komme zum Schluss. Wildbienen brauchen ein großes Angebot an Blüten voller Pollen und Nektar und vorrangig von heimischen Pflanzenarten. Ich sage deswegen vorrangig, weil man auch bei manchen Gartenkräutern, die ja oftmals auch schon sehr lange in unserer Gartenkultur sind, auch ein reiches Blütenbesucheraufkommen hat. Also zum Beispiel an Basilikum fliegen gerne die Gartenwollbienen als ein Beispiel. Schwierig sind Exoten. Ganz schwierig sind bei Rosen zum Beispiel gefüllte Blüten. Damit können die nichts anfangen. Deswegen, wenn man zu Wildpflanzen greift, macht man nichts falsch. Und dieses Angebot, die Verbesserung des Angebotes, das leider bei uns vielfach sehr mager geworden ist, sollte in der Landschaft draußen passieren, im Garten und eben auch im öffentlichen Grün, wie eben am Projekt Naturnah dran gezeigt wurde. Nisthilfen alleine sind relativ wirkungslos. Wir hatten ja auch schon gehört, dass die Wildbienen sehr kleine Flugdistanzen überwinden. Und wenn man irgendwo eine solche Bienennisthilfe aufhängt und weit und breit gibt es nichts zu futtern, dann taugt das eben nichts. Sondern immer in
im Zusammenspiel mit einem Blütenangebot. Das ist essentiell, wenn man wirklich helfen will. Und um es nochmal zu sagen, die Erdnister nicht vergessen. Offene Bodenstellen sind oft hilfreicher als eine Nisthilfe, die man aufhängt für die wenigen Arten, die außerhalb des Erdbodens leben. Wie versprochen, hier einige Bezugsquellen von Wildpflanzen, die ich empfehlen kann. Dort gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also bei Rieger Hoffmann, das ist der größte Anbieter, die sitzen in Blaufelden, im Hohenlohischen. Ich glaube, ich brauche langsam einen Kaffee. Da empfehle ich dringend mal auf die Homepage zu gehen und sich das Angebot anzuschauen. Es gibt dort verschiedene Mischungen je nach Boden. Es gibt dort verschiedene Mischungen je nach Vegetation, die man möchte, also Wiesen etwa oder Schotterrasen auf sehr magerem Substrat. Es gibt Staudensäume, also wirklich und alles aus Wildpflanzen, die in bestimmten Regionen angebaut werden und die man dann auch regional beziehen kann. Gärtnerei Strickler ist in der Pfalz, in Alzey. Dort kann man die Pflanzen schon angezogen bestellen, also in Töpfchen, die man dann direkt in den Garten pflanzen kann. Also ich kann das nur empfehlen, sich bei diesen Websites mal umzuschauen und sich dort Beratung auch zu holen. Damit wäre ich fertig mit meinem Vortrag. Danke sehr fürs Zuhören. Ich sehe gerade mit großem Schrecken, ich habe ziemlich lange geredet. Ich hoffe, niemand ist im Schlaf verfallen und danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Super spannend und ein guter Überblick und Einstieg. Wie versprochen haben wir ja gesagt, dass wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen für die Diskussion und Fragen, die aufkamen. Ein paar kamen schon rein. Ich habe versucht, das so ein bisschen mitzuschneiden und würde mal loslegen mit einer, die sich ein bisschen beschäftigt. Die kam auch schon recht früh mit der Frage, es wird ja immer wieder behauptet, dass die Honigbiene den Wildbienen die Nahrung streitig machen. Ist es tatsächlich so oder liegt das vorwiegend am ungünstigen Mengenverhältnis Honigbiene-Wildbiene? Also gibt es eine Konkurrenz zwischen Honig und Wildbienen? Ja, das muss man ganz klar sagen. Was aber nichts Schlimmes ist. Ich meine, so funktioniert Evolution. Wenn zwei Organismen um dieselbe Nahrung sich kabbeln, dann wird derjenige am Ende, gut davon kommen, der die Nahrung eben erfolgreich sich erschließt. Das ist ja auch der Grund, Konkurrenz ist ja auch der Grund, warum es zu diesen Spezialisierungen bei den Wildbienen gekommen ist. Das mal grundsätzlich. Also Konkurrenz ist nichts Böses. Das Mengenverhältnis schon. Man darf nicht vergessen, dass die Honigbiene ursprünglich eine Waldbiene war. Also bei uns in Mitteleuropa gab es auch Honigbienen, gibt es übrigens immer noch einige wilde Honigbienen, die nie in ihrem Leben einen Imker gesehen haben. Das gibt es noch, allerdings sehr selten und die Tiere leben im Wald. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man die Ökologie der Honigbiene kennen oder verstehen möchte. Das heißt, durch die Imkerei ist ein ursprüngliches Waldtier, die Honigbiene, zu einem allgegenwärtigen Tier geworden, nämlich durch die Imkerei, die ja teilweise auch als Wanderimkerei die Bienenvölker zum Beispiel von einer Obstbaumblüte zur nächsten transportiert. Es gibt Imkereien aus Norddeutschland, die im Süden anfangen, da blühen die Obstbäume zuerst und fahren mit ihren Bienenvölkern dann im Laufe der Blüte wieder zurück nach Hause. So, ich hatte auch gesagt, es gibt pro Bienenstock bis zu 60.000 Arbeiterinnen. Und wenn man das natürlich jetzt ins Verhältnis setzt und hat eine hohe Dichte an Bienenvölkern in der Landschaft stehen, dann kann das sehr wohl durch das Konkurrenzverhältnis zu bedrohlichen Situationen für Wildbienen führen. Wenn wir Arten haben, von denen es nur noch wenige Exemplare gibt, die dann hoch spezialisiert sind in aller Regel, und wenn diese Tiere sich dann an denselben Nahrungsquellen versuchen müssen zu behaupten, an denen dann auch ein Heer von Arbeitsbienen aus dem Honigbienenstock kommt, dann kann das wirklich bedenklich sein. Deswegen gibt es schon die Forderung zu sagen, haltet
die Honigbienenstöcke zumindest aus Naturschutzgebieten raus, die eine hohe Bedeutung für Blütenbesucher haben. Das, denke ich, ist eine Forderung, die ist nicht überzogen, wenn wir überlegen, wir haben in Baden-Württemberg gerade mal 2,5% Naturschutzgebiete und davon auch nur ein Teil mit hoher Bedeutung für blütenbesuchende Insekten, also Wald-Naturschutzgebiete scheiden da eigentlich aus. Da sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man nicht in diese wenigen Flächen auch noch Honigbienenvölker reinstellt. Ich hatte ja schon gesagt, dass die einen Aktionsradius von mehreren Kilometern um den Stock haben. Das heißt, die kommen sowieso in jedes Gebiet rein und da muss man nicht noch den Konkurrenzdruck so verstärken, dass man die Völker auch noch genau in die Naturschutzgebiete stellt. Entschuldigung, darf ich da auch kurz was dazu sagen? Weil ich, also gerade die Stadtimkerei wird ja auch oft jetzt gehypt und da werden ja auf Rathausdächern Bienenstöcke aufgestellt und das halte ich auch ein bisschen für kontraproduktiv. Gerade in Städten haben wir, also gerade in Stuttgart haben wir sehr viele Bienenstöcke und schlaue Menschen haben das mal ausgerechnet und haben dann berechnet, dass ein Bienenvolk im Jahr etwa 2,2 Milliarden Blütenbesuche macht, um seinen Honigvorrat für den Winter anzulegen. Also ein Bienenvolk macht im Jahr 2,2 Milliarden Blütenbesuche. Und natürlich haben die meisten Imker auch nicht nur ein Bienenvolk irgendwo stehen, sondern auf 10 oder 20. Und da kann man sich schon ausrechnen, dass es dann besonders im Sommer, wenn die Massenblüten wie die Obstblüte oder die Lindenblüte vorbei sind, dann, dass es einfach dann knapp wird und dass dann auch die Honigbienen an die gleichen Blüten rangehen, wo unsere Spezialisten der Wildbienen hinwollen und da wird es dann wohl schon knapp. Also es ist nicht generell schlecht Imkerei, aber es kommt immer auf die Menge an. Und gerade in Städten, wo jetzt vielleicht auch das Blütenangebot nicht so groß ist, aber wir doch tolle Lebensräume für Wildbienen haben, sagt der NABU jetzt, oder ich sage jetzt ein bisschen provozierend, dass also Stadtimkerei kein Naturschutz ist, sondern eigentlich im Gegenteil. Aber gut, es soll jetzt auch keinen Streit geben zwischen Imkern und Naturschutzverbänden, aber man muss immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es immer auf die Menge ankommt und dass man da auch zu viel des Guten tun kann. Okay. Also kurze Ergänzung, also im Prinzip liegt da so ein bisschen die Geschichte in der Mitte. Also ich denke, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt mit den Imkern Streit anfangen. Also das ist, gibt auch einige, gerade in Stuttgart, Organisationen von Imkern, die die Wildbienen mit gleichzeitig auch thematisieren und nicht einseitig auf die Honigbiene achten. Und generell Stadtimkerei jetzt auszuschließen, halte ich also für extrem. Martin, du hast ja ganz klar gesagt, in Naturschutzgebieten, vor allen Dingen wertvollen Naturschutzgebieten, es gibt ja auch vielleicht welche, wo die Wildbienen jetzt noch nicht so dominant sind, da würde ich hundertprozentig recht geben. Und die Quantität, ganz klar, je größer die Konkurrenz natürlich ist, auch in der Anzahl der Völker, zu den Wildbienen und wo dann wenige Wildbienen Lebensräume vorhanden sind. Keine Frage, da müssen wir aufpassen. Vielleicht darf ich noch ergänzen. Es gibt mittlerweile einige Aktionen, die auch von der Imkerei ganz massiv unterstützt werden, was ich sehr begrüße. Die sagen, wenn wir was für die Wildbienen tun, also sprich die entsprechenden Blütenangebote schaffen, dann tun wir auch automatisch den Honigbienen was Gutes, rein automatisch, weil die Sammelstrategie der Honigbiene ist eben nicht, bestimmte Pflanzenarten zu bevorzugen, sondern bestimmte Massen, die pro Zeit ein Volk ernähren können. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel Lindenblütenhonig oder Akazienhonig, also Robinie ist gemeint, weil dort die Honigbienen diese Massentracht natürlich nutzen. Das heißt, bei der Honigbiene ist Quantität der Trumpf und nicht zwingend Qualität im Sinne von vielen Arten, unterschiedlichen Arten. Bei den Wildbienen ist es eher umgekehrt. Die brauchen eben bestimmte Arten und deswegen gibt es Initiativen. Zum Beispiel heißt eine Blühender Naturpark. Da werden Kommunen beraten, dahingehend, dass sie eben auch Blütenflächen anlegen sollen, aber eben nicht als Massenflächen für Honigbienen, sondern
Auch da die Zusammenarbeit mit der schon genannten Firma Rieger Hoffmann. Dort tut man eben ganz gezielt was für die Wildbienen. Und die Imker, die mit diesem Projekt auch zusammenarbeiten oder das Projekt auch initiiert haben, muss man klar sagen, die sagen eben, wir müssen für die Wildbienen was tun. Ganz gezielt für die Wildbienen, dann helfen wir den Honigbienen automatisch mit. Das ist eigentlich die vernünftige Herangehensweise. Und ich muss sagen, mittlerweile ist auch kein Dissens mehr da in der Diskussion. Manchmal kabbelt man sich um die Mengen, das hatten wir gerade schon gesagt, aber ich glaube, auch da ist Bewegung im positiven Sinne. Super, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit würde ich noch mal auf ein paar andere Fragen eingehen. Es gab da zwei Fragen im Chat. Einmal, wie man aktiv werden kann, wenn man beim Wildbienen-Monitoring mitmachen möchte, oder auch, wo es vielleicht noch weitere Listen mit guten Wildpflanzen gibt. Da gibt es jetzt schon ein paar Links im Chat. Also alle, die da Interesse haben, können da noch mal kurz zurückscrollen. Eine Frage, die noch aufkam, war die Frage, du hattest ja das Beispiel von einem Sonnenblumenfeld gegeben und gesagt, das ist jetzt nicht so interessant für Wildbienen. Und eine, da kam die Frage, dass das doch da im letzten Sommer im Garten auf den Sonnenblumen Bienen beobachtet wurden. Sind das dann alles Honigbienen gewesen? Und vielleicht kannst du oder einer von euch in dem Zug vielleicht auch nochmal sagen, wo Laien sich auch Hilfe beschaffen können, vielleicht auch selber im Garten oder ähnlichen Wildbienen und Honigbienen zu unterscheiden. Fange ich mal hinten an. Also die Unterscheidung zwischen Honigbiene und Wildbienen, also Wildbienen bitte immer nur im Plural benutzen, die ist nicht so schwierig. Bei den Honigbiene sind die Hinterbeine Sammelbeine, das hatten wir ja bei anderen Bienen auch. Und dort ist es so, dass die Hinterbeine der Honigbiene besonders auffällig platt und breit sind. Also da ist es so, dass die Hinterbeine, und zwar ist es das, ja, jetzt müsste ich dann fachlich werden, also es ist die Tibia, also die Schiene des Hinterbeines und das erste Fußglied, die sind so besonders breit. Ganz merkwürdig. Und solche dicken Beine haben eigentlich nur die Honigbienen. Ich könnte jetzt noch sagen, wie die Flügeladerung ist, aber das ist zu schwierig. Also Honigbiene ist im Bau her mittelgroß und schaut euch die Hinterbeine an. Das ist ganz wichtig. Wenn die so löffelartig verbreitet sind, dann ist es in jedem Fall eine Honigbiene oder eine Hummel. Aber eine Hummel, glaube ich, erkennen wir alle an der Größe und dann auch an diesem ganzen pelzigen. Honigbienen haben zwar auch einen Pelz, aber bei weitem nicht so wie die Hummeln. Also schaut euch die Hinterbeine an. Die sind löffelartig verbreitert. Das hat nur die Honigbiene. Und ich meine, die Färbung ist bräunlich, ockergelb gefärbt. So, das ist, würde ich mal sagen, auf den ersten Blick immer zu erkennen. Wenn man die dann unter einer Stereolupe hat, dann kann man sich auch noch die ganzen Detailmerkmale angucken. Die große Kubitalzelle, also die Flügeladerung. Aber das kriegt man natürlich nicht mit, wenn das Tier so schnell wegfliegt. Also schaut euch die Hinterbeine an. Wenn sie löffelartig verbreitert sind, dann habt ihr es mit der Honigbiene zu tun oder eben mit einer Hummel. Aber ne, wie gesagt, die nächsten Fragen rückwärts bitte nochmal. Ich habe das jetzt nicht alles notiert. Da ging es um die Sonnenblume. Was für Arten finde ich auf der Sonnenblume? Also tatsächlich Honigbienen. Die sind ja überall, kann man sagen. Und die nutzen tatsächlich auch die Sonnenblumen. Man wird auch sicherlich Erdhummeln finden. Steinhummeln, vielleicht auch noch die bunte Hummel. Also Hummeln sind auch im Blütenbesuch nicht besonders spezialisiert. Das können die sich auch gar nicht erlauben, denn Hummeln haben ja auch Völker, die über den ganzen Sommer fliegen und die müssen dann natürlich immer das nehmen, was da ist. Und wenn man dann nur auf eine Pflanze spezialisiert ist, die vielleicht 4 Wochen im Jahr blüht, davon kann man kein Volk ernähren. Deswegen sind die staatenbildenden Bienen, also Hummeln und die Honigbienen im Wesentlichen, in der Regel nicht spezialisiert. Das können die sich nicht erlauben. Insofern sind dann auch die Hummeln an Sonnenblumen unterwegs. Es gibt dann auch noch wenige nicht spezialisierte Wildbienenarten, Sandbienen zum Beispiel, die man auch an der Sonnenblume findet, aber ansonsten ist es eigentlich eher Honigbienenfutter.
Vielleicht auch noch von mir persönlich. Ich nutze mein Handy auch manchmal einfach im Garten. Es gibt ja auch vom NABU eine Insekten-App, wo es nicht nur um die Bienen geht, sondern auch darüber hinaus. Das ist so für das erste Bestimmen oder so einen Eindruck bekommen auch manchmal ganz hilfreich. Ja, wobei man sich nicht der Illusion hingeben sollte, dass man Wildbienen mit Fotos bestimmen kann. Das ist de facto nur bei wenigen Arten möglich. Manchmal noch bei den Hummeln, da geht es noch einigermaßen, aber auch da muss man genau hingucken. Ganz schwierig. Ich meine, wir kriegen auch öfter mal ins Büro Bilder gemailt. Was ist denn das für eine Biene? Ja, das ist wirklich extrem schwer. Nicht, weil ich jetzt das Spezialistentum hochheben will, aber ein Beispiel, eine frisch geschlüpfte Biene hat eine bestimmte Färbung. Die kann man noch ganz gut zuordnen. Wenn die aber 2-3 Wochen geflogen ist in der Sonne, dann bleicht die aus. Dann ist eine Hummel zum Beispiel eine Ackerhummel, die am Anfang, wenn sie geschlüpft ist, noch so wunderbar fuchsbraun ist, die ist dann plötzlich grau bis weiß von der Sonne. Einfach UV-Strahlung und dann sind dann noch die Flügel ausgefranst und so. Also es ist ein schwieriges Brot, Insekten und Bienen auch zu bestimmen anhand von Fotos. Vor allem dann auch bei der Vielzahl der Arten macht es. Ja, das kommt dann noch dazu. Und dann hat man oft auch nicht die Größenverhältnisse, kommt auch noch dazu. Also trotzdem ist es wichtig zu dokumentieren. Manchmal kann man sie nämlich doch erkennen. Ja. Genau. Eine Frage, die noch aufkam, du hattest ja auch ein Beispiel gezeigt mit den Wildpflanzen, die auch am Rand von Straßen wachsen. Und da kam die Frage auf, was ist denn eigentlich mit dem Autoverkehr? Schadet der nicht den Wildbienen und werden diese Flächen wirklich so frequentiert? Also sie werden stark frequentiert von Bienen, wenn rundherum, vor allen Dingen, wenn rundherum nichts Gescheites sonst mehr ist. Das ist ja dann praktisch das Einzige, was noch da ist. Und tatsächlich ist es so, immer in Abhängigkeit von der Schnelligkeit, mit der die Autos da entlangfahren, kommt es natürlich zu Verlusten. Das ist gar keine Frage. Nur, wenn das die einzige Nahrungsquelle überhaupt ist, dann ist es sozusagen, das harte Brot, was übrig geblieben ist, so will ich das mal sagen. Straßenränder sind natürlich keine optimalen Lebensräume, gar keine Frage, aber sie sind oftmals die letzten, die überhaupt noch da sind. Und wenn das die einzigen verbliebenen Nahrungsquellen sind, dann sollte man schon dafür sorgen, dass zumindest die Pflege der Straßenränder so erfolgt, dass möglichst lange und möglichst breitflächig das Angebot da ist. Natürlich kommt es zu Verlusten, natürlich landet eine pollenbeladene Hummel auch mal im Kühlergrill. Das ist vollkommen klar. An Autobahnen braucht man gar nicht gucken gehen, zumindest nicht direkt an den Straßenrändern. An den großen Böschungen, die man oft findet, da ist es dann schon wieder interessant. Eine Frage, die noch aufkam, war politische Ambition zum Insektenschutz. Nämlich ganz konkret war die Frage, wird das Insektenschutzpaket des Bundes seit dem 10.02.2021 im Bundesrat noch vor dem kommenden Wochenende, also vor dem 14.03. verabschiedet? Da ich ja ständig im Berlin sitze, könnte ich da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, genauso wie ich hoffe, dass die im Biodiversitätsstärkungsgesetz vom Juli 2020 in Baden-Württemberg beschlossenen guten Vorgaben auch wirklich eingehalten werden. Also zum Beispiel die ökologischen Rückzugsräume in der Feldflur, die ja vorgeschrieben sind, die sind jetzt mal im Gesetz verankert. Es muss aber vollzogen werden. Und da bin ich verhalten optimistisch, dass das auch wirklich kommt. Es ist dringend notwendig und das, was im Gesetz steht, ist auch gut. Die Frage ist, wie wird es umgesetzt? Da sind wir noch, da kann ich auch noch nichts zu sagen. Das kommt jetzt erstmal so langsam in die Puschen, wenn ich sehe, wie was auch im Naturschutzgesetz steht, im neuen vom letzten Jahr, wie mit den Streuobstwiesen immer noch umgegangen wird, obwohl sie geschützt sind, bin ich jetzt nicht ganz so hoffnungsfroh. Und dann eine letzte Frage, die noch aufkam, war im Kontext Klimawandel. Wir haben ja gesehen, diese enge Verbindung zwischen Wildbienen und Wildpflanzen. Gibt es denn Wildpflanzen, die auch besonders vom Klimawandel bedroht sind?
was heißt bedroht? Also es wird eine Arealverschiebung von vielen Pflanzen geben. Ganz schwierig wird es bei den Feuchtgebietsbewohnern überhaupt. Wir haben aber im Moment eher die Beobachtung, dass bei den wärmeliebenden Arten, ich hatte das Beispiel Holzbiene ja gezeigt, dass die im Moment eher zu profitieren scheint durch die Klimaerwärmung. Das ist aber ganz sicher nur eine vorübergehende Erscheinung. Wir haben ja etliche Arten, die im Moment nach Norden wandern, nicht nur bei den Insekten, also Gottesanbeterin fällt mir da noch ein, auch ein Tier, das mittlerweile in Südschweden angekommen ist. Bei den Vögeln, der Bienenfresser, der jetzt in Sachsen-Anhalt brütet, obwohl er oder ich sag mal zu Beginn oder zum Ende des letzten Jahrhunderts nur in Süddeutschland vorkam. Das sind alles im Moment solche Erscheinungen, wo man denken könnte, hoppla, das Klima, die Klimaerwärmung ist ja gar nicht so schlimm. Aber das ist sicherlich nur eine ad hoc und eine sehr schnelle Reaktion mancher Arten. Wir haben genauso gut, ich habe es schon gesagt, bei den Feuchtgebietsbewohnern die genau gegenläufige Entwicklung. Und ich bin jetzt kein Botaniker und bin bei den Pflanzen da etwas schwächer auf der Brust, aber gerade die Arten, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind, die haben Riesenprobleme. Gucken wir uns die Bäume an. Da werden etliche Arten möglicherweise bei uns verschwinden. Der Brotbaum der Försterei, nämlich die Fichte, die natürlich an vielen Standorten angepflanzt wurde, wo sie eigentlich natürlicherweise nicht vorkam. Aber die Art hat massive Probleme und es ist klar, dass sie als Wirtschaftsbaum ausfallen wird, weil sie als Flachwurstler die Trockenheit nicht gut besteht und weil auch die Insekten, die der Fichte zusetzen, der Buchdrucker nämlich, mehrere Generationen im Jahr schaffen oder mehr Generationen als zu noch kühleren Zeiten. Und das sind so Beobachtungen, die klar zeigen, es wird erhebliche Verluste geben, sowohl im Tier- als auch im Pflanzenreich. Dann soweit erstmal an alle, die Fragen beigetragen haben. Vielen Dank für die Fragen und natürlich auch vielen Dank, Martin, vor allem dir für die Beantwortung der Fragen. Und ja, ich fand, es war ein sehr spannender Eindruck. Und bevor wir für heute das Seminar beenden wollen, wollen wir noch einmal einen Blick darauf werfen, was denn überhaupt BUND und NABU machen. Im Bereich Insekten- und Wildbienenschutz, wie man sich vielleicht auch engagieren kann und haben auch ein paar weitere Veranstaltungen zu dem Thema, die wir gerne noch mal kurz vorstellen würden. Thea, ich glaube, du hast die Präsentation dazu. Nee, ich glaube, jetzt bin ich dran, ja, oder? Ja, okay, gut. Stefan, dann bitte du. So, kann man das sehen? Ja, ich glaube, ne? Ja. Kann das sehen. Okay, zunächst mal, also Martin Klatt ist natürlich ein begnadeter Didakt, wie ihr gemerkt habt. Er macht ganz tolle Vorträge. Ich will das nicht despektierlich sagen, aber man kann eigentlich sagen, er ist so ein bisschen eine Rampensau. Er hat es wirklich drauf. Wenn ihr also mal die Chance habt, ihn mal live zu sehen, das lohnt sich auf jeden Fall, von ihm auch mal einen Live-Vortrag zu sehen. Der Martin ist einfach, hat es einfach drauf. Okay, hier kurz jetzt zu den Aktivitäten des NABU Stuttgart im Bereich Insektenschutz. Mein Name ist Stefan Kress und ich bin stellvertretender Vorsitzender vom NABU Stuttgart und bin zuständig für das Thema Insekten und Wald. Und ich will jetzt das gar nicht so lang machen, hier nur ganz kurz. Wir haben zusammen mit dem BUND, mit dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt der Stadt Stuttgart Kontakt aufgenommen, weil uns das Mahdregime, also wie die Grünstreifen oder die Wiesen hier in Stuttgart gemäht werden, nicht gefallen hat. Und wir sind dabei, die davon zu überzeugen, dass man das zum Beispiel versetzt mähen kann, dass man sogenannte Mahdinseln stehen lassen kann, dass also immer irgendwelche Blumen noch da sind, an denen die Insekten noch Futter finden und dass man dann, wenn man dann später nochmal mäht, dann die Stelle, die man das erste Mal hat stehen lassen, abmäht und da und so das macht. Und das ist leider etwas schwer, aber die Stadt bemüht sich jetzt, sie versucht es jetzt zu ändern. Wir hatten auch einen Biotoppflegetrupp gefordert, dass also die Stadt Menschen anstellt, Fachleute, die das dann auch koordinieren, die sich da auskennen. Das hat jetzt bei dem letzten Haushalt nicht geklappt, aber beim nächsten werden jetzt noch wohl noch mal welche beantragt und ich bin ganz optimistisch, dass das vielleicht klappen wird. Wir haben dann, also der NABU hat dann auch Kontakt mit den Gartenfriedhofs- und Forstamt wegen der
Behandlung von Friedhöfen aufgenommen, ob man da die Wiesen nicht ein bisschen insektenfreundlicher gestalten kann. Auch das wird jetzt langsam umgesetzt. Der NABU hat so ein Kooperationsprojekt mit der Netze BW Wasser GmbH. Die kam sogar von sich aus auf uns zu. Die haben viele Wasserbehälter. Stuttgart ist ja so, hat ja topografisch etwas schwierig für die Wasserversorgung. Deshalb gibt es ja über 40 Wasserbehälter. Und da werden jetzt auch Wildblumenmischungen wurden ausgesät. Es wird nur noch ein, zweimal im Jahr gemäht und so. Also auch da werden jetzt ganz interessante Flächen für Insekten gebildet. Wir haben dann die Stadt bei der Straßenbeleuchtung beraten, oder ich wollte darauf einwirken, dass die LED-Beleuchtungen eine andere Lichtfarbe haben. Das ist ein bisschen Spezielles, aber da haben wir versucht, die Stadtverwaltung zu sensibilisieren, dass also Lichtverschmutzung auch ein Problem für Insekten darstellt. Ja, und wir machen natürlich verschiedene Führungen. Das ist natürlich jetzt letztes und dieses Jahr ein bisschen schwierig gewesen. Ein paar haben letztes Jahr noch stattgefunden unter Corona-Bedingungen. Wir haben auch jetzt wieder ein Programm, einige, wobei man sehen muss, wie das dann sich entwickelt. Da müsste man immer auf unserer Homepage www.nabu-stuttgart.de nachschauen. Wir wollten dieses Jahr was Neues starten, nämlich einen sogenannten Jugend-Entomo-Treff. Wir haben schon einen Jugend-Ornitho-Treff. Also da treffen sich Jugendliche ein paar Mal im Jahr, werden von Spezialisten an das Thema Vögel herangeführt. Und ich und eine Studentin aus Hohenheim wollen jetzt einen Jugend-Entomo-Treff starten, wo wir für interessierte Jugendliche sie ans Thema Insekten bei verschiedenen Exkursionen heranführen wollen. Ja, dann wollte ich auf zwei Vorträge noch hinweisen. Ich selber gebe im Juni, am 8. Juni, einen Vortrag zum Thema, wo die wilden Bienen wohnen. Der wurde jetzt auch schon zu einem Zeitpunkt festgelegt, als wir noch nicht wussten, dass ihr vom BUND auch so Vorträge macht. Es ist aber, hat ein bisschen anderen Schwerpunkt als der Vortrag, der nach Martin gerade gehalten wird. Das sind vor allem Fotos, die ich selber gemacht habe zum Thema Wildbienen im Garten. Und ich werde auf die Wichtigkeit der Stadt als Lebensraum für Insekten eingehen und in den Garten und werde dann da besonders auf die Bienenarten eingehen, die in solchen Wildbienennisthilfen tatsächlich leben und auch auf deren Parasiten. Das ist ganz interessant, da so ein paar Details mal rauszugreifen und ja, auch was man im Garten so ein bisschen machen kann. Da kommt ja auch nochmal ein weiterer Vortrag jetzt vom BUND. Aber wenn da vielleicht der eine oder die andere keine Zeit hat, dann anzuhören, also am 8.6.2021 ein Vortrag, von dem wir auch noch nicht wissen, ob er online oder im Präsenz stattfinden wird, wahrscheinlich eher auch online. Und dann noch ein Vortrag, das ist meine letzte Folie, auch zu Insekten, aber eigentlich ein ganz anderes Thema für Personen, die vielleicht ein bisschen geschichtlich interessiert sind, wird eine Kollegin von mir oder eine NABU-Mitglied einen Vortrag über die Sibylle Merian, die vielleicht von Ihnen manche schon gehört haben, von ihr halten. Das ist die Frau, die ganz tolle Bilder gemalt hat und die die Metamorphose von Insekten auch erkannt hat als eine der ersten, dass sich viele Insekten vom Ei über eine Raupe und eine Puppe zum erwachsenen Insekt entwickeln. Da gibt es ganz tolle Bilder und die wird sie vorstellen. Ein Vortrag, der allerdings erst im September stattfinden wird, dann glaube ich schon in Präsenz im Forum 3 in der Gymnasiumstraße in Stuttgart unten. Kann man sich aber vielleicht schon mal vormerken. Also ein Vortrag über diese Maria Sibylla Merian, die Begründerin sozusagen der Entomologie. Okay, damit gebe ich den Bildschirm wieder frei und gebe weiter. Ja, vielen Dank. Ich habe so verstanden, dass wahrscheinlich die meisten Updates und das Anmelden dann über die Website vom NABU Stuttgart oder Links dann in sozialen Medien passiert. Ja, das stimmt. Richtig, genau. Mhm. Super, alles klar. Wolf, bitte. Ja, es ist, die Zeit ist so fortgeschritten, dass ich mich wirklich ganz kurz fassen will. Dennoch, und zwar auch deswegen, weil ganz zum Schluss nämlich auch noch eine Folie kommt mit der Bitte, uns auch über Spenden zu unterstützen. Und bevor alle verlassen den Raum, möchte ich also wirklich noch ganz kurz auch auf die BUND-Aktivitäten verweisen. Es wurde schon gesagt, als zusammen mit dem NABU haben wir die Stadtverwaltung gecoacht. Ich bin ja selber in der unteren Naturschutzbehörde früher tätig gewesen. Ist für manche Ämter ziemlich schwierig gewesen für uns, also das Amt für Umweltschutz, die gerade das Garten- und Friedhofsamt, dass die jetzt
nicht gerade schreien, aber doch bereit sind, unseren Rat anzunehmen, ist ein großer Erfolg der Zivilgesellschaft, weil also irgendwie kam das ja gar nicht von uns, sondern einfach von der Bevölkerung, dass sie sich beschwert hat über den schlechten Zustand bezüglich des Blütenangebots. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch einige Vorträge, machen immer wieder Vorträge vom BUND aus, organisieren das. Paul Westrich war schon bei uns, also kann nochmal verweisen auf seine Webpage. Paul Westrich ist wirklich der Experte und da kann man auch dann viel finden über die richtigen, in Anführungszeichen, Blütenpflanzenarten, die man aussehen kann. Ja, jetzt zum anderen Aktivitäten im Bereich Schmetterlingsschutz macht der BUND einiges. Auch wieder ein Coaching, jetzt in dem Fall von der Wilhelma. Die Wilhelma hat jahrelang im Rosensteinpark die Wiesen früh gemäht, um dort Gras für den Futter für die Wilhelma zu generieren. Inzwischen gibt es insektenfreundliche Wiesenpflege, ein BUND-Projekt zusammen mit der Wilhelma. Schmetterlingsspaziergänge mit dem Fritz Weber, der auch an dem Projekt beteiligt ist, 3 bis 4 Mal im Jahr. Da muss man halt auf die Homepage mal gucken. Schmetterlinge kartieren auf weiteren insektenfreundlichen Wiesen, auch alles Wiesen von der Landesverwaltung, beispielsweise oben auf dem Rotenberg. Außerdem gibt es ein Schmetterlingsseminar am 12.06.2021, hoffentlich nicht online, aber dann muss man halt mal schauen, auch wieder auf die Webpage gucken. Und eine Einführung ins Kartieren mit einem Spaziergang am 13.06.2021. Ich selber mache auch eine Exkursion. Im Rahmen Stuttgart blüht auf oder so gibt es ja jedes Jahr ein Projekt von der Stadt, wo verschiedene Organisationen dann angepriesen werden mit ihren entsprechenden Exkursionen. Und da habe ich angeboten mit dem Titel Sag mir, wo die Insekten sind, wo sie sind geblieben. Exkursion am Freitag, den 11. Juni von 16 bis 19 Uhr entlang der Wandelwege auf der Wanglerhöhe von Rohracker nach Wangen. Bitte anmelden. Ja, damit wäre ich durch. Beziehungsweise, ja, wer kündigt das an jetzt? Janina vielleicht? Das ist unser nächstes Seminar. Gerne. Also vielen Dank erstmal für den Überblick. Als bisschen als Anknüpfung an das, was wir heute gehört haben, planen wir in 2 Wochen ein weiteres Seminar online mit dem Fokus insektenfreundliches Gärtnern, also wo es dann nochmal ein bisschen mehr um Praxistipps geht, was kann ich eigentlich in meinem Garten anpassen, ändern. Wir haben ja schon viel über Wildpflanzen gehört, aber vielleicht da nochmal ins Detail schauen, welche Pflanzen eignen sich besonders oder was kann ich sonst noch tun im Garten, aber vielleicht auch auf dem Balkon. Genau, und das vielleicht noch als letztes, bei In-Person-Veranstaltungen steht immer die Spendendose bereit. Das ist jetzt sozusagen unsere virtuelle Spendendose und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr und sie uns und unsere Arbeit über eine Spende unterstützt. Und da ist einmal der QR-Code und Thea hatte bereits im Chat auch einmal den Link reinkopiert. Gut, und dann ja, vielen Dank an alle fürs Dabeisein, fürs Zuhören und für die Geduld, auch ein bisschen bei der Zeitüberschreitung. Danke natürlich auch an das ganze Organisationsteam und vor allem an die Thea, die ganz viel Energie da reingesteckt hat in die Vorbereitung. Wie anfangs erwähnt, wird das ganze Online-Seminar aufgezeichnet und ist dann in Kürze auf der BUND Stuttgart-Website verfügbar. Und da werden wir auch noch mal ein paar Materialien hochladen, wie beispielsweise die Wildpflanzenlisten, die hier auch schon als Link im Chat sind. Genau, und dann hoffen wir Sie und euch bei einer der weiteren Veranstaltungen wahrscheinlich nicht zu sehen, aber trotzdem virtuell dabei zu haben. Und
Genau, vielen Dank. Einen schönen Abend allerseits und bitte alle gesund und glücklich.